Stellt euch vor, wir befinden uns in Chicago, im US-Bundesstaat Illinois. Es ist der 2. Januar 1972 und ein etwa 30-jähriger Mann nähert sich in seinem Wagen dem Greyhound Bus Terminal, wo er auf den 16-jährigen Tim McCoy aufmerksam wird, der gerade aus Michigan Richtung Omaha, Nebraska unterwegs ist und in Chicago auf seinen Anschlussbus wartet. Nachdem der Mann das Vertrauen des Jungen erlangt hat, nimmt er ihn mit auf eine Stadtrundfahrt durch Chicago und zeigt ihm einige Sehenswürdigkeiten. Anschließend nimmt er ihn mit in sein Haus in der Gemeinde Norwood Park, nordöstlich von Downtown Chicago, und lädt den Jungen dazu ein, bei ihm zu übernachten. Er verspricht, ihn am nächsten Tag wieder rechtzeitig zum Busbahnhof zu fahren, damit er den Bus nach Omaha erreicht. Doch das wird nie geschehen. Stattdessen tötet der Mann den Jungen am nächsten Morgen mit mehreren Messerstichen, nachdem er ihn zu Boden gerungen und sich rittlings auf ihn gesetzt hatte. Während sein Opfer stirbt, geht der Mann ins Badezimmer, wo er als erstes das blutige Küchenmesser reinigt, mit dem er den Jungen erstochen hat. Anschließend vergräbt er Tim McCoy im Kriechkeller unter seinem Haus und bedeckt die Stelle später mit einer Schicht aus Beton. Nach seiner Verhaftung kurz vor Weihnachten 1978 gibt der Mann, dessen Name John Wayne Gacy lautet, an, dass er während dem Mord an McCoy einen atemberaubenden Orgasmus erlebt habe, als er die gurgelnden Geräusche und das verzweifelte Schnappen nach Luft des sterbenden Jungen gehört habe. Das, so Gacy, sei der Moment gewesen, in dem er realisiert habe, dass Mord der ultimative Nervenkitzel für ihn sei. John Wayne Gacy wurde am 17. März 1942 in Chicago, Illinois, geboren. Sein Vater John Stanley Gacy war ein Veteran des Ersten Weltkriegs und arbeitete als Automechaniker. Seine Mutter Marion war Hausfrau und kümmerte sich in erster Linie um John und seine Schwestern. Gacy hatte ein ausgesprochen schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, der Alkoholiker war und seine Familie regelrecht tyrannisierte. Selbst wegen der kleinsten Vergehen prügelte der Vater auf seine Kinder und seine Frau ein oder schleuderte sie quer durchs Zimmer. Für seinen einzigen Sohn hatte der Vater selbst in milder gestimmtem Zustand besonders wenig übrig und ließ ihn das regelmäßig spüren, da er ihn für ein nutzloses Weichei, ein Feigling und ein Mamakind hielt, das sich seiner Ansicht nach höchstwahrscheinlich irgendwann als schwul herausstellen werde. So wuchs Gacy mit erheblichen Zweifeln an seiner eigenen Männlichkeit auf und mied Sport und andere männliche Aktivitäten, indem er oft Krankheiten vortäuschte. Im Alter von 7 Jahren wurde Gacy und ein anderer Junge dabei erwischt, wie sie auf intime Weise mit einem Mädchen schmusten. In Konsequenz darauf verprügelte der Vater ihn mit einem Lederriemen. Viele Jahre später gab Gacy bei einer Vernehmung an, dass er ebenfalls im Alter von 7 Jahren mehrfach von einem Freund der Familie in dessen Auto sexuell belästigt worden war, sich aber nicht traute, davon zu berichten, da er befürchtete, der Vater werde ihm die Schuld an den Übergriffen geben. Im Alter von 11 Jahren wurde Gacy beim Spielen von einer Schaukel am Kopf getroffen und litt nach diesem Vorfall bis zu seinem 16. Lebensjahr unter gelegentlichem Gedächtnisverlust, bis die Ärzte schließlich ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn feststellten und anschließend medikamentös behandeln konnten. Zeitgleich entwickelte Gacy Herzprobleme, sodass er zwar einerseits dauerhaft vom Schulsport befreit war, andererseits jedoch auch immer dicker und unsportlicher wurde. Im Alter von etwa 16 Jahren verbrachte er ungefähr 1 Jahr komplett im Krankenhaus, worunter insbesondere seine schulische Leistung deutlich litt. Johns Vater war jedoch der Ansicht, dass seine Probleme nur ein weiterer jämmerlicher Versuch darstellte, Mitleid und Aufmerksamkeit zu erhaschen, und warf dies seinem Sohn auch immer wieder vor. Tatsächlich konnte Gacys Zustand zur damaligen Zeit nie abschließend geklärt werden und eine eindeutige Diagnose abseits des Blutgerinnsels im Gehirn blieb aus. Im Jahr 1960, Gacy war mittlerweile 18 Jahre alt, engagierte er sich als stellvertretender Bezirkshauptmann für die Demokratische Partei und den lokalen Kandidaten in der Gegend, was zu weiteren Auseinandersetzungen mit dem Vater führte, der eine ganz andere politische Ansicht vertrat. Dennoch kaufte Gacys Vater ihm noch im gleichen Jahr sein erstes Auto, behielt die Papiere aber so lange ein, bis sein Sohn das Auto über Jahre hinweg in kleinen Raten abbezahlt hatte. 1962, im Alter von 20 Jahren, zog Gacy schließlich nach Las Vegas, wo er zunächst bei einem Rettungsdienst arbeitete, bevor er für 3 Monate als Mitarbeiter in eine Leichenhalle wechselte. Viele Jahre später gestand Gacy bei einer Befragung, dass er damals eines Abends, als er alleine in der Leichenhalle war, zu einem toten Jungen im Teenageralter in den Sarg gestiegen war, den er zunächst umarmte und liebkoste, bevor er realisierte, was er da eigentlich tat.
Seine Handlungen, so Gacy, hätten ihn dann so geschockt, dass er direkt am nächsten Tag seine Mutter anrief und sie bat, den Vater zu fragen, ob er wieder nach Hause ziehen dürfe. Dieser stimmte zu und Gacy schmiss den Job in der Leichenhalle und fuhr noch am selben Tag zurück nach Chicago. Nach seiner Rückkehr schrieb sich Gacy am Northwestern Business College in Bridgeway, Illinois ein, obwohl er formal gesehen keinen gültigen Highschool-Abschluss vorweisen konnte. Dennoch schloss er das College 1963 ab und bewarb sich erfolgreich auf eine kaufmännische Ausbildung bei der Nunn Bush Company, die Schuhe und Schuhzubehör wie Einlegesohlen und Schnürsenkel herstellte. 1964 übernahm Gacy im Auftrag der Firma einen Posten in Springfield, Illinois, wo er zunächst als Verkäufer tätig war und schließlich zum Abteilungsleiter befördert wurde. Kurz darauf verlobte er sich mit seiner Freundin Marilyn Myers, die er während der Arbeit kennengelernt hatte. Schon zu Beginn der Beziehung war Gacy neben seiner Arbeit der lokalen Jaycee-Vereinigung beigetreten und investierte in diesem Zusammenhang viel Arbeit. Die Jaycees sind ein elitärer Zusammenschluss junger Menschen zwischen 21 und 39 Jahren, die sich einerseits karitativ und wohltätig engagieren, sich andererseits aber auch mit ihren vielen lokalen Kontakten selbst gegenseitig als Karrieresprungbrett dienen. Aufgrund seines hohen Engagements wurde Gacy im April 1964 unter den Jaycees in Springfield zum Mann des Monats gewählt und etwa ein Jahr später zum Vizepräsidenten der lokalen Vereinigung ernannt. Aufgrund seines schier unermüdlichen Einsatzes belegte er noch im selben Jahr in der Rangliste der herausragendsten Jaycees des Bundesstaats Illinois den dritten Platz. Abseits hiervon begann Gacy jedoch schon zu diesem Zeitpunkt ein geheimes Doppelleben zu führen. Etwa Mitte des Jahres 1964 hatte er, sofern man die Situation in der Leichenhalle mitrechnet, seine zweite homosexuelle Erfahrung mit einem anderen Jaycee, der ihn nach einigen Drinks zu sich nach Hause einlud und schließlich Oralsex an Gacy vollführte, während dieser betrunken auf dem Sofa lag. Ungeachtet dessen heiratete er im September 1964 seine Verlobte Marilyn Myers, deren vermögender Vater anschließend drei Kentucky Fried Chicken Filialen in Waterloo, Iowa kaufte, die Gacy nach einer kurzen Zusatzausbildung managen sollte. Das Angebot war mehr als lukrativ, da Gacy ein festes Monatsgehalt von etwa $1,250 erhielt, was nach heutigem Stand ca. $9,600 entspricht. Darüber hinaus erhielt Gacy eine prozentuale Gewinnbeteiligung an allen drei Filialen. Dieses üppige Einkommen gestattete es Gacy unter anderem, sich eine private Bar mit Poolbillardtisch im Keller seines neuen Zuhauses einzurichten, wo er die zumeist jugendlichen Angestellten seiner drei KFC-Restaurants großzügig bewirtete. Doch obwohl Gacy gleichermaßen junge Männer wie Frauen in den Filialen beschäftigte, waren es fast ausschließlich die jungen Männer, die er in seine Kellerbar einlud. Nachfolgend gaben viele der damals von ihm Beschäftigten an, dass Gacy immer wieder versucht hatte, sexuelle Annäherungsversuche zu unternehmen, als sie betrunken gewesen waren. Wenn Gacy zurückgewiesen wurde, tat er jedoch so, als sei das alles nur ein Scherz gewesen, oder gab an, er habe lediglich ihre moralische Einstellung prüfen wollen. Im Februar 1966, im Alter von etwa 24 Jahren, wurde Gacy zum ersten Mal Vater eines Sohnes. Ein Jahr später, im März 1967, kam seine Tochter zur Welt. Rückblickend beschrieb Gacy diese Phase seines Lebens in einer Befragung als geradezu perfekt. Zeitgleich engagierte er sich auch in Waterloo bei der dortigen Jaycee-Vereinigung und das, obwohl er oft 12 Stunden und mehr mit der Arbeit in den drei KFC-Filialen beschäftigt war. Bei Treffen der Gruppe brachte Gacy oft frittiertes Hühnchen mit und bestand darauf, dass die Jaycees ihm den Spitznamen Colonel in Anlehnung an den KFC-Gründer Colonel Sanders gaben. Dieser Umstand und darüber hinaus auch sein allgemeines Verhalten sorgte zwar einerseits dafür, dass einige Jaycees ihn für strebsam und angeberisch hielten, andererseits wurde er für seine Mühe und sein Engagement auch sehr geschätzt, insbesondere wenn es darum ging, Gelder für wohltätige Zwecke zu akquirieren, was ihm oft herausragend gut gelang. In Konsequenz wurde Gacy auch unter den Waterloo Jaycees zu einer herausragenden Person und zum Vizepräsident des lokalen Ortsverbandes ernannt. Abseits dieses Saubermann-Images feierten Gacy und einige der anderen jungen Männer der Waterloo Jaycees doch auch regelmäßig regelrechte Sex- und Drogenorgien, indem sie Gruppensex hatten, untereinander ihre Frauen tauschten, Drogen konsumierten oder Prostituierte anheuerten. All das blieb zunächst jedoch ohne größere Folgen. Im August 1967 wurde Gacy jedoch schließlich zum ersten Mal sexuell übergriffig. Sein Opfer war der damals 15-jährige Donald Voorhees,
der ein Sohn eines anderen Jaceys war. An diesem Tag lockte Gacy den Jungen mit der Aussicht in sein Haus, ihm Pornofilme zu zeigen, und machte ihn zunächst mit Alkohol gefügig, bevor er ihn dazu überredete, Oralsex an ihm auszuüben. Auf diese und ähnliche Weise missbrauchte Gacy in den nachfolgenden Monaten auch noch weitere Jugendliche, wobei in mindestens einem Fall auch seine Frau Marilyn eine entscheidende Rolle spielte. Zunächst überredete Gacy einen Jungen, Sex mit seiner Frau zu haben und erpresste ihn anschließend dazu, auch an ihm Oralverkehr durchzuführen. Bei anderen Jugendlichen, die leichter zu beeinflussen waren, gelang es Gacy, sie dazu zu überzeugen, dass er in wissenschaftlichem Auftrag die Auswirkungen von homosexuellen Experimenten untersuchte und bezahlte seinen Opfern jeweils bis zu $50, was nach heutigem Stand etwa $390 entspricht. Etwa 7 Monate später, im März 1968, berichtete Donald Voorhees seinem Vater schließlich von dem sexuellen Übergriff, der daraufhin sofort die Polizei kontaktierte. Nachdem sich mit dem 16-jährigen Edward Lynch auch noch ein weiterer Zeuge gemeldet hatte, der ebenfalls belästigt worden war, verhafteten die Beamten Gacy und übergaben die Sache der Staatsanwaltschaft, die ihn wegen dem Übergriff an Donald und einem weiteren versuchten Übergriff an Edward anklagte. Sämtliche Anschuldigungen wurden von Gacy von Anfang an vehement bestritten und er argumentierte, dass die Anzeige nur ein hinterhältiger Schachzug von Donald Voorhees Vater sei, da dieser bereits während einer Abstimmung über die Jaycee-Präsidentschaft für den Bundesstaat Iowa gegen Gacy gestimmt habe und nun seinen Ruf zerstören wolle. Um die Glaubwürdigkeit seiner Argumente zu untermauern, erklärte sich Gacy sogar bereit, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Die Ergebnisse legten jedoch nahe, dass er insbesondere bei Fragen, die sich auf Straftaten gegenüber den beiden Jungen bezogen, unnatürlich nervös reagiert hatte. Trotzdem widersprach Gacy den Anschuldigungen auch öffentlich und beharrte darauf, das Opfer von politisch motivierten Intrigen zu sein, was wiederum verschiedene andere Mitglieder der Jaceys auf den Plan rief, die ihm beistanden. Dennoch wurde Gacy am 10. Mai 1968 gerichtlich angeklagt. Im August desselben Jahres überredete Gacy einen seiner Angestellten, den 18-jährigen Russell Schroeder, dazu, Donald Voorhees zusammenzuschlagen und einzuschüchtern, um ihn davon abzuhalten, vor Gericht auszusagen. Schroeder sollte hierfür $300 erhalten, was nach heutigem Stand etwa $2,250 entspricht. Schroeder willigte ein und lockte Donald Voorhees Anfang September unter einem Vorwand in einen abgelegenen Park, wo er ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte und ihn anschließend verprügelte. Donald gelang es jedoch zu entkommen und den Vorfall umgehend der Polizei zu melden, die Schroeder am darauffolgenden Tag verhaftete. Nachdem dieser anfänglich abstritt, überhaupt etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben, verstrickte er sich während dem Verhör in Widersprüche und gestand dann relativ schnell, dass er Donald tatsächlich angegriffen hatte, allerdings im Auftrag von Gacy gehandelt habe. Infolgedessen wurde Gacy erneut verhaftet und zusätzlich wegen der Anstiftung zur Körperverletzung und versuchter Einschüchterung von Zeugen angezeigt. Im Zuge der anstehenden Verhandlung wurde Gacy auf Gerichtsbeschluss am 12. September im Psychiatric Hospital der University of Iowa von 2 Ärzten psychiatrisch untersucht. Die Untersuchung dauerte bis zum 29. September an und schließlich wurde bei Gacy eine dissoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Darüber hinaus stellten die Ärzte in ihrem Bericht fest, dass es unwahrscheinlich sei, dass Gacy von einer Therapie profitiere und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er erneut straffällig werde, signifikant erhöht sei. Darüber hinaus attestierten sie ihm Prozessfähigkeit. Am 7. November 1968 gestand Gacy in Absprache mit seinem Anwalt den sexuellen Missbrauch von Donald Voorhees ein, plädierte jedoch im Hinblick auf alle anderen Vorwürfe im Zusammenhang mit den anderen Jugendlichen auf nicht schuldig. Während der Hauptverhandlung stellte er die Geschehnisse außerdem so dar, dass Donald sich ihm regelrecht angeboten habe und er sich aus reiner Neugier auf das Angebot eingelassen hatte. Diese Darstellung überzeugte das Gericht jedoch nicht und Gacy wurde am 3. Dezember zu einer 10-jährigen Haftstrafe im Anamosa Staatsgefängnis in Jones County, Iowa verurteilt. Noch am selben Tag reichte seine Frau Marilyn die Scheidungspapiere ein, in denen sie neben der Scheidung auch das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder sowie die Zusprache des gemeinsamen Hauses und Vermögens beantragte. Am 18. September 1969 entschied das Familiengericht zu Marilyns Gunsten und Gacy sah weder seine Frau noch die beiden Kinder jemals wieder. Auf sich allein gestellt, machte er seit Antritt der Haftstrafe in Anamosa das Beste aus seiner Situation und entwickelte sich zu einem regelrechten Musterhäftling.
Bereits wenige Monate nach seiner Inhaftierung wurde er zum Chefkoch der Gefängnisküche und schloss sich einer JC-Vereinigung im Gefängnis an, deren Mitgliedszahl er während seiner Haftzeit von 50 auf über 650 steigern konnte. Außerdem setzte Gacy sich erfolgreich für eine Lohnerhöhung für die Häftlinge ein, die im Speisesaal arbeiteten, und betreute verschiedene Projekte, die zum Ziel hatten, die Haftbedingungen zu verbessern. Hierzu zählte unter anderem, dass ein Minigolfplatz im Gefängnis angelegt wurde, den die Gefangenen während des Hofgangs nutzen konnten. Nach etwa siebenmonatiger Haft beantragte Gacy im Juni 1969, auf Bewährung entlassen zu werden. Der Bewährungsausschuss lehnte dies zwar ab, eröffnete jedoch die Möglichkeit einer Wiedervorlage im Mai 1970. In Vorbereitung auf diesen Termin absolvierte Gacy in der Zwischenzeit 16 Highschool-Kurse und erhielt im November 1969 schließlich sein Highschool-Diplom. Am 25. Dezember 1969 verstarb Gacys Vater an Leberzirrhose, eine Folge seiner langjährigen Alkoholsucht. Als Gacy die Nachricht erhielt, brach er weinend zusammen. Sein Antrag auf Sonderurlaub für die Beerdigung wurde abgelehnt. Am 18. Juni 1970 wurde Gacys Antrag auf Strafaussetzung zur Bewährung im zweiten Anlauf stattgegeben, sodass er effektiv trotz seiner Verurteilung zu 10 Jahren insgesamt nur 18 Monate inhaftiert gewesen war. Der Ausschuss legte eine Bewährungszeit von 12 Monaten fest und stellte die Bedingungen, dass Gacy wieder nach Chicago zog, um sich um seine Mutter zu kümmern und darüber hinaus eine Ausgangssperre ab 22 Uhr einzuhalten hatte. Am Tag seiner Entlassung wurde Gacy vor den Toren des Anamosa Staatsgefängnisses von Clarence Lane abgeholt. Lane war einer der JCs aus Waterloo gewesen, die schon damals nicht an Gacys Schuld geglaubt hatten. Und Lane war auch weiterhin davon überzeugt, dass Gacy zu Unrecht verurteilt worden war und die Haftstrafe nur aufgrund eines schlechten Deals mit der Staatsanwaltschaft habe absitzen müssen. Im Auto sagte Gacy zu ihm, dass er niemals wieder ins Gefängnis gehen werde und vorhabe, sich wieder in Waterloo niederzulassen. Wenige Stunden später hatte Gacy jedoch bereits seine Sachen zusammengepackt und war auf dem Weg zurück nach Chicago, wo er in der Folgezeit als Koch in einem Schnellrestaurant arbeitete. 8 Monate später, am 12. Februar 1971, wurde Gacy erneut wegen eines sexuellen Übergriffs auf einen Jugendlichen angeklagt. Das Opfer hatte bei der Polizei angegeben, dass Gacy ihn zunächst am Greyhound Bus Terminal in sein Auto gelockt, zu sich nach Hause gefahren und dort versucht habe, ihn zum Sex zu zwingen. Als der Junge es jedoch versäumte, zu einem entsprechenden Gerichtstermin zu erscheinen, sah das Gericht von einer weiteren Verfolgung der angeblichen Straftat ab. Gerade einmal 4 Monate darauf, am 22. Juni 1971, wurde Gacy erneut verhaftet, dieses Mal wegen sexuellem Missbrauch und Körperverletzung in einem besonders schweren Fall. Ein Jugendlicher hatte zur Anzeige gebracht, dass Gacy ihn unvermittelt angesprochen und dabei die Polizeimarke eines Sheriffs vorgezeigt und ihn dann unter einem Vorwand in sein Auto gelockt habe. Anschließend habe er den Jungen mit Gewalt zum Oralsex gezwungen. Als sich bei weiteren Ermittlungen jedoch herausstellte, dass das Opfer auch versucht hatte, Gacy im Anschluss an den Übergriff zu erpressen, wurde das Verfahren eingestellt. Der Bewährungsausschuss in Iowa erfuhr aufgrund von Behördenversagen weder von dem einen noch von dem anderen Vorfall, sodass Gacys Bewährungszeit ohne einen Vermerk von Zwischenfällen fristgerecht im Oktober 1971 endete. Bereits im Sommer 1971 hatte Gacy mit finanzieller Unterstützung seiner Mutter ein Haus in der Nähe von Norwich in Norwood Park gekauft, das zu Cook County und zur Metropolregion Chicago gehörte. Im August 1971 zog Gacy gemeinsam mit seiner Mutter in das Haus mit der Adresse 8213 West Summerdale Avenue ein. In seinem neuen Zuhause bemühte sich Gacy erneut darum, die freundliche und hilfsbereite Fassade seines Doppellebens zu pflegen. So zum Beispiel war er wieder ausgesprochen aktiv in der Gemeinde, gab sich stets freundlich, verlieh bereitwillig Werkzeuge an seine Nachbarn und räumte im Winter kostenlos den Schnee auf den Gehwegen. Zwischen 1974 und 1978 war Gacy derart in die Gemeinde integriert, dass neben hunderten Nachbarn und Bewohnern der Gemeinde sogar verschiedene Lokalpolitiker zu den Sommerfesten erschienen, die Gacy jährlich ausrichtete. Nachdem Gacy 1971 wieder nach Chicago zurückgekehrt war, lernte er alsbald Carol Hoff kennen. Die junge Frau war bereits geschieden und hatte 2 Töchter aus erster Ehe. Im August 1971 verlobten sich Gacy und Carol und sie zog mit ihren beiden Töchtern in Gacys Haus ein.
Im selben Jahr gründete Gacy mit PDM Contractors eine kleine Baufirma für Dienstleistungen wie Malerarbeiten, Verschönerungen, Reparaturen und Instandhaltung von Gebäuden, die er zunächst nur auf Teilzeitbasis betrieb. Da Gacy zu diesem Zeitpunkt noch für etwa 3 Monate Bewährung hatte, traf er eine Absprache mit dem Bewährungshelfer bezüglich der Ausgangssperre ab 22 Uhr, sodass er tagsüber weiterhin als Koch arbeiten konnte und alle Tätigkeiten rund um PDM abends und nachts auch nach 22 Uhr erledigen konnte. Da Gacy auch hier hervorragende Arbeit leistete, gelang es ihm, PDM stetig zu erweitern und mit der Firma auch andere Tätigkeitsfelder wie Innenarchitektur, umfangreichere Umbauarbeiten, Installateurarbeiten, Montage und Landschaftsgärtnerei zu erschließen. Ab 1975 wuchs die Firma immer schneller und Gacy arbeitete täglich bis zu 16 Stunden. 3 Jahre später erreichte PDM Contractors einen Jahresumsatz von rund $200.000. Nach heutigem Stand entspricht dies etwa $800.000. Im Jahr 1975, Gacy war mittlerweile 33 Jahre alt, wurde er auf den Jolly Joker Clown Club aufmerksam, dessen Mitglieder als Clowns auf Spendengalas für den guten Zweck auftraten, an Paraden teilnahmen und Kinder im Krankenhaus besuchten. Ende 1975 trat Gacy dem Club bei und erschuf 2 eigene Clownsrollen, die er Pogo der Clown und Patches der Clown taufte. In späteren Befragungen gab Gacy an, dass Pogo einen albernen und fröhlichen Clownscharakter verkörperte, während Patches etwas ernsthafter konzipiert war. Durch seine Auftritte als Pogo und Patches verdiente Gacy fast nie Geld und gab später an, dass ihm das Ganze dafür jedoch erlaubt hätte, für einige Momente wieder in seine Kindheit zurückzukehren. Gacy trat sowohl als Pogo als auch als Patches bei zahlreichen Festen, politischen Feiern, Wohltätigkeitsveranstaltungen und auf Kinderstationen im Krankenhaus auf. Manchmal kam es vor, dass er nach diesen Auftritten einfach in seinem Kostüm blieb und auf dem Weg nach Hause noch auf ein kurzes Bier eine örtliche Bar besuchte. Doch so sehr sich Gacy einerseits als hart arbeitender, wohltätiger und gütiger Familien- und Gemeindemensch inszenierte, so extrem entwickelte sich die düstere Seite seines Doppellebens. Bereits nach Gacys erstem Mord im Jahr 1972, bei dem er den 16-jährigen Tim McCoy erstochen hatte, waren die Weichen mehr oder weniger gestellt. Hier spielt vor allem eine Rolle, dass Gacy das Töten, wie anfangs erwähnt, als ultimativen Nervenkitzel und sexuellen Kick empfand. Die perverse Verknüpfung von Mord und Vergewaltigung sowie die Gier nach mehr sollte nach einer anfänglichen Cooldown-Phase, in der seine Mordlust jedoch stets weiter schwelte, wieder an Fahrt aufnehmen und schließlich vollkommen eskalieren. Der überwiegende Anteil der Angestellten, die für Gacy bei PDM Contractors arbeiteten, waren Highschool-Schüler und andere junge Männer und oft verlangte Gacy sexuelle Gefallen im Gegenzug für Beförderungen, Empfehlungen oder auch einfach dafür, dass er ihnen einen Transporter lieh. Außerdem schüchterte er sie, wenn nötig, damit ein, dass er angeblich verschiedene Schusswaffen besaß. Zu einem seiner Arbeiter sagte er einmal in einer entsprechenden Situation: Weißt du eigentlich, wie leicht es wäre, einfach eine meiner Waffen zu holen und dich kalt zu machen? Und wie einfach es wäre, deine Leiche loszuwerden? 1973 fuhr Gacy mit einem Jungen im Teenageralter, der bei PDM beschäftigt war, nach Florida, um dort eine Immobilie zu besichtigen, die er zuvor gekauft hatte. Noch in der ersten Nacht vergewaltigte er den Jungen in ihrem gemeinsamen Hotelzimmer. Kurze Zeit später, als beide wieder in Chicago waren, fuhr der Junge in der Summerdale Avenue vor, stürmte aus seinem Wagen und verprügelte Gacy, der sich gerade im Garten vor dem Haus aufhielt. Als seine Frau Carol schließlich davon erfuhr, stellte Gacy die Sache als einen Streit zwischen ihm und einem Angestellten dar, bei dem es um Lohnforderungen gegangen sei, die er, Gacy, nicht habe bezahlen wollen, da der Junge schlechte Arbeit bei PDM geleistet habe. Im Januar 1974, ziemlich genau 2 Jahre nach dem Mord an Tim McCoy, tötete Gacy zum 2. Mal. Er vergewaltigte und strangulierte sein Opfer, das bis heute nicht identifiziert werden konnte. Anschließend deponierte er die Leiche zwischenzeitlich in einem Schrank, bevor er sie vergrub. Die Aufbewahrung der Leiche im Schrank führte jedoch dazu, dass nach kurzer Zeit Körperflüssigkeiten aus Nase und Mund der Leiche austraten, die aus dem Schrank sickerten und schließlich den umliegenden Teppich befleckten. Gacy ging ab diesem Zeitpunkt dazu über, Stofflappen oder die Unterwäsche der Opfer zusammenzuknüllen und tief in die Münder der Leichen zu stopfen, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden. Im Frühjahr 1975 gestand Gacy seiner Frau Carol, dass er bisexuell sei.
Nachdem das Ehepaar am Muttertag, am 11. Mai 1975, Sex gehabt hatte, teilte Gacy seiner Frau mit, dass dies das letzte Mal gewesen sei und begann daraufhin, die meisten Nächte außerhalb zu verbringen und erst am frühen Morgen wieder nach Hause zu kommen. Carol gegenüber rechtfertigte er dies mit angeblichen Überstunden. Carol hatte ihn allerdings dabei beobachtet, wie er sich mit verschiedenen Jungen im Teenageralter in der Garage aufgehalten hatte und entdeckte immer wieder schwulen Pornomagazine und unterschiedliche Brieftaschen mit den Ausweispapieren von Männern im Haus. Als Carol ihren Mann schließlich damit konfrontierte und wissen wollte, wer die Männer seien, deren Brieftaschen im Haus herumlagen, wurde er wütend und blaffte sie an, dass sie das überhaupt nichts angehe. Am 31. Mai 1975 verschwand der 18-jährige John Butkovich, der bis zu diesem Zeitpunkt für Gacy bei PDM Contractors gearbeitet hatte. John stammte ursprünglich aus Lombard, Illinois und pendelte die knapp 30 Kilometer zur Arbeit regelmäßig in seinem Wagen. Nachdem der junge Mann verschwunden war, fand die Polizei sein Auto im Norden Chicagos an der Ecke Sheridan Road und Lawrence Avenue. Sowohl seine Jacke als auch Brieftasche fanden sich im Wagen und der Schlüssel steckte im Zündschloss. Johns Vater erinnerte sich daran, dass sein Sohn vorgehabt hatte, Gacy darauf anzusprechen, dass er ihm noch den ausstehenden Lohn für 2 Wochen Arbeit schuldete. Als er Gacy anrief, gab dieser an, dass er gern bei der Suche helfen würde und stellte die Sache von Anfang an so dar, als ob John höchstwahrscheinlich davongelaufen sei, was den Vater irritierte. Schließlich wurde Gacy von der Polizei zum Verschwinden des jungen Mannes befragt. Bei der Vernehmung gab er an, John sei mit 2 Freunden bei ihm vorbeigekommen, um den ausstehenden Lohn abzuholen. Man habe sich jedoch auf einen Kompromiss geeinigt und die 3 seien wieder gegangen. Da Gacys Darstellung bei der Polizei keinen weiteren Verdacht erregte und er sich dabei auch nicht in irgendwelche Widersprüche verfangen hatte, ermittelte die Polizei in andere Richtungen. Doch Johns Eltern verdächtigten weiterhin Gacy, etwas mit dem Verschwinden ihres Sohnes zu tun zu haben. Dies hatte zur Folge, dass sie bis 1978 über 100 Mal die Polizei kontaktierten, um sie dazu zu bewegen, weiter in Richtung Gacy zu ermitteln. Nach seiner Verhaftung 1978 gestand Gacy, dass er damals tatsächlich an der Ecke Sheridan Road und Lawrence Avenue auf John getroffen sei, der dort gerade aus seinem geparkten Wagen ausgestiegen und auf ihn aufmerksam geworden sei. Nachdem John ihn herangewunken habe, habe Gacy angehalten und John habe ihm mitgeteilt, dass er wegen dem ausstehenden Lohn mit ihm reden wolle. Daraufhin habe Gacy ihn zu sich nach Hause eingeladen und vorgegeben, die Sache mit dem Gehalt dort klären zu wollen. Im Haus angekommen, habe er John einen Drink angeboten und ihm dann angekündigt, ihm einen Entfesselungszaubertrick vorzuführen. Daraufhin habe sich John die Hände hinter dem Rücken mit Handschellen fesseln lassen. Als sein Opfer gefesselt gewesen sei, habe Gacy ihn vergewaltigt, sich mit seinem vollen Gewicht auf Johns Brust gesetzt und ihn anschließend stranguliert. Die Leiche habe er erst eine Weile in seiner Garage deponiert, um sie dann später im Kriechkeller des Hauses zu vergraben. Als Gacys Frau Carol und seine Stieftöchter an diesem Tag früher als erwartet zurück nach Hause kamen, änderte er jedoch seinen Plan und vergrub die Leiche unter dem Betonboden der Garage, den er zunächst mit einer Spitzhacke aufbrach und anschließend wieder zubetonierte. Im Juli 1975 besuchte Gacy den 15-jährigen Anthony Antonucci, den er 2 Monate zuvor ebenfalls bei PDM Contractors eingestellt hatte, in dessen Elternhaus. Da Anthonys Eltern nicht zu Hause waren, trank er mit dem Jungen eine Flasche Wein und schaute anschließend einen sogenannten Stagfilm mit ihm. Stagfilme sind kurze Stummfilm-Pornos, selten länger als 10 Minuten, die aufgrund der damaligen Zensurgesetze bis etwa Mitte der 1960er Jahre illegal waren und von anonymen Amateurfilmern produziert und verbreitet wurden. Nachdem der Film zu Ende war, versuchte Gacy, Anthony zu Boden zu ringen und ihm die Hände mit Handschellen hinter dem Rücken zu fixieren, was ihm zunächst auch gelang. Als Gacy kurz den Raum verließ, konnte der Junge jedoch eine lose Handschelle von seinem Handgelenk lösen. In dem Augenblick, als Gacy wieder ins Zimmer kam, stürzte sich Anthony, der ein erfolgreicher Ringer im Team seiner Highschool war, auf Gacy, rang ihn zu Boden und nahm ihm den Schlüssel für die Handschellen ab. Nachdem er seine andere Hand befreit hatte, legte er Gacy die Handschellen an. Zunächst war Gacy außer sich, schrie und bedrohte den Jungen. Als er sich jedoch wieder beruhigt hatte, verhandelte er mit Anthony und versprach, einfach zu gehen, wenn er ihm nur die Handschellen abnahm. Anthony willigte schließlich ein und Gacy ging tatsächlich. Bevor er das Haus verließ, sagte er dem Jungen, dass er nicht nur der Einzige gewesen sei, der aus den Handschellen herausgekommen sei, sondern auch der Einzige, der sie ihm angelegt hatte. Der Vorfall blieb ohne weitere Folgen.
Im selben Jahr wurde Gacy, dessen Großeltern väterlicherseits ursprünglich aus Polen stammten, zum Leiter der jährlich in Chicago stattfindenden Parade zur Feier des polnischen Verfassungstages ernannt. Gacy engagierte sich auch hier in herausragender Weise und erfüllte sein Amt bis 1978. In diesem Zusammenhang wurde Gacy am 6. Mai 1978 sogar mit der damaligen First Lady Rosalynn Carter fotografiert, wie er ihr die Hand schüttelte. Gacy trägt auf diesen Bildern eine Anstecknadel mit dem Buchstaben S. Dies war ein Zeichen dafür, dass er eine vertrauenswürdige Person war, die durch den Secret Service überprüft worden war und eine entsprechende Freigabe erhalten hatte, sich der Präsidentenfamilie zu nähern. Diese Tatsache wurde nach Gacys Verhaftung im selben Jahr und vor allem mit Blick auf seine vorherige Verurteilung und die diversen Anzeigen zu einem der peinlichsten Fehler in der Geschichte des Secret Service. Im Oktober 1975 gipfelten die Streitigkeiten zwischen Gacy und seiner Frau, die seit dem Muttertag immer wieder aufgeflammt waren, in eine heftige Auseinandersetzung. Carol war kurz zuvor ein Fehler bei der Buchführung unterlaufen, was nur ein weiteres Streitthema neben Gacys nächtlichem Fernbleiben und den Treffen mit jungen Männern darstellte. Schließlich teilte Carol ihrem Mann mit, dass sie die Scheidung wolle, und Gacy willigte ein. In beiderseitigem Einvernehmen blieben Carol und ihre beiden Töchter jedoch bis zum Februar 1976 im gemeinsamen Haus wohnen, bevor sie auszogen. Einen Monat später, im März 1976, wurde die Ehe rechtskräftig geschieden. Als offizieller Grund für die Scheidung wurde Gacys Untreue aufgeführt. Nur wenige Wochen später eskalierte Gacys Lust nach Vergewaltigung und Mord. Am 6. April 1976, etwa einen Monat nachdem die Scheidung vollzogen war und Gacy das Haus wieder für sich alleine hatte, entführte und ermordete er den 18-jährigen Darrell Sampson. Zunächst vergewaltigte er den jungen Mann und vergrub dessen Leiche anschließend unter dem Fußboden des Esszimmers. Etwa fünf Wochen später, am 14. Mai, entführte Gacy nachmittags den 15-jährigen Randall Rafford, der gerade von der Schule nach Hause ging, und nur wenige Stunden später den 14-jährigen Samuel Stapleton. Beide Leichen wurden von Gacy zusammen im Kriechkeller begraben, nachdem er die beiden Jungen vergewaltigt und gefoltert hatte. Am 26. Juli 1976 nahm Gacy den 18-jährigen Anhalter David Cram in seinem Auto mit, der auf der Elston Avenue unterwegs war, die südöstlich von Norwood Park Richtung Downtown Chicago verläuft. Während der Fahrt bot Gacy dem jungen Mann einen Job bei PDM an, den dieser sofort annahm und noch am selben Abend mit der Arbeit begann. Knapp einen Monat später, am 21. August, zog David zu Gacy in dessen Haus. Am darauffolgenden Tag feierten die beiden Davids 19. Geburtstag mit einigen Drinks, wobei Gacy sich als Pogo der Clown verkleidet hatte. In diesem Zusammenhang gab er vor, David einen Zaubertrick vorführen zu wollen. Zu diesem Zweck sollte sich der junge Mann von Gacy Handschellen anlegen lassen, was dieser auch tat, allerdings ohne sich die Hände auch auf den Rücken fesseln zu lassen. In dem Moment, als die Handschellen eingerastet waren, kippte die Stimmung und Gacy schleuderte David herum, während er die Kette der Handschellen festhielt. Noch immer in seinem Clownskostüm kam Gacy bedrohlich nahe und teilte David mit, dass er vorhabe, ihn jetzt zu vergewaltigen. Außerdem sagte er: Dave, du hast keine Ahnung, wer ich wirklich bin. Vielleicht wäre es besser für dich, wenn du mir einfach das gibst, was ich will. David leistete erheblichen Widerstand und schaffte es schließlich, Gacy zu Boden zu grätschen, der daraufhin seinen Plan aufgab und beleidigt das Zimmer verließ. Kurz nach diesem Vorfall zog er wieder aus und kündigte seine Stelle bei PDM. Dennoch arbeitete David in den folgenden zwei Jahren immer wieder einmal hier und da für Gacy, wenn er dringend Geld brauchte. Kurz nachdem David Cram ausgezogen war, zog der 18-jährige Michael Rossi in Gacys Haus ein. Michael war ebenfalls bei PDM Contractors angestellt und arbeitete bereits seit Mai in der Firma. Darüber hinaus spielte er einige Male den Assistenten, wenn Gacy als Clown auftrat, wobei Gacy stets die Rolle von Pogo einnahm, während Michael Patches verkörperte. Bis zum Ende des Jahres 1976 hatte Gacy insgesamt 15 Jungen und junge Männer sexuell missbraucht, vergewaltigt und ermordet. Sämtliche Leichen aus dieser Zeit vergrub er entweder einzeln oder in Sammelgräbern im Kriechkeller unter seinem Haus. Der Großteil dieser Opfer waren Jugendliche, die entweder für ihn gearbeitet hatten oder die er einfach von der Straße weg entführt und in sein Haus gebracht hatte.
Am 12. Dezember 1976 verschwand der 17-jährige Gregory Gottsick, der seit etwa 3 Wochen für PDM Contractors gearbeitet hatte. Kurz vor seinem Verschwinden hatte er seinen Eltern mitgeteilt, dass er für Gacy in dessen Kriechkeller zu arbeiten hatte, wo er angeblich Gräben für Abwasserinstallationen ausheben sollte. Später fand die Polizei den verlassenen Wagen des Jungen etwa 6 Kilometer von Gacys Haus entfernt geparkt. Daraufhin kontaktierten Gregorys Eltern und dessen Schwester Eugenia schließlich Gacy und fragten ihn, ob er etwas zu dem Verschwinden ihres Sohnes und Bruders sagen könne. Wie bereits bei John Butkovich 1 Jahr zuvor behauptete Gacy einfach, Gregory habe angedeutet, er wolle von zu Hause weglaufen. Außerdem gab er an, der Junge habe einige Zeit nach seinem Verschwinden noch eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen. Als er gebeten wurde, sie den Eltern vorzuspielen, entgegnete Gacy, dass er die Nachricht bereits gelöscht habe. Am 20. Januar 1977 lockte Gacy den 19-jährigen John Syke in sein Haus, indem er vorgab, an dessen Auto, einem alten Plymouth Satellite, interessiert zu sein, den John zum Kauf angeboten hatte. An diesem Abend strangulierte Gacy den jungen Mann im Gästezimmer des Hauses und verkaufte sein Auto kurz darauf für $300 an Michael Rossi, der zu diesem Zeitpunkt noch immer bei Gacy wohnte. Im Zeitraum zwischen Dezember 1976 und März 1977 ermordete Gacy 2 weitere junge Männer. Einer von ihnen konnte später als der 20-jährige John Prestige identifiziert werden, der ursprünglich aus Michigan stammte und am 15. März verschwand. Das andere Opfer, offenbar ein Mann im Erwachsenenalter, blieb weiterhin unidentifiziert. Ebenfalls im Frühling, möglicherweise auch im frühen Sommer 1977, ermordete Gacy einen weiteren Jugendlichen, der ebenfalls unidentifiziert blieb, bevor er am 5. Juli, einen Tag nach dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, den 19-jährigen Matthew Bowman aus dem knapp 60 Kilometer entfernten Ort Crystal Lake ermordete. Im August 1977 wurde die Polizei abermals auf John Wayne Gacy aufmerksam. Michael Rossi hatte in dem von Gacy abgekauften Wagen an einer örtlichen Tankstelle Benzin gestohlen. Der Tankwart konnte sich jedoch an das Nummernschild erinnern und die Polizei verfolgte das Auto bis zu Gacys Haus in der Summerdale Avenue. Als Gacy von den Beamten zu dem Auto befragt wurde, behauptete er, John Syke habe ihm das Auto im Februar verkauft, weil dieser Geld gebraucht habe, um die Stadt zu verlassen. Eine Überprüfung der Fahrgestellnummer ergab, dass das Fahrzeug tatsächlich einmal John Syke gehört hatte, was Gacys Aussage ausreichend untermauerte und dafür sorgte, dass diesbezüglich nicht weiter ermittelt wurde. In den darauffolgenden 4 Monaten ermordete Gacy 6 weitere Jugendliche und junge Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren. Das erste Opfer dieser Serie war der 18-jährige Robert Gilroy, dessen Vater ein Sergeant des Chicago Police Departments war. Gilroy lebte gerade einmal 4 Blocks von Gacys Haus entfernt und wurde zuletzt am 15. September 1977 lebend gesehen. Da sich Gacy jedoch zwischen dem 12. und 16. September nachweislich im etwa 760 Kilometer entfernten Pittsburgh, Pennsylvania aufhielt, um dort ein Bauprojekt zu beaufsichtigen, wirft dieser Mord einige ungeklärte Fragen auf, die darauf hindeuten, dass es zumindest in diesem Fall einen oder mehrere Mittäter gegeben haben könnte. 10 Tage später, am 25. September, verschwand der 19-jährige US Marine John Mowery auf dem Weg vom Haus seiner Mutter zu seiner Wohnung. Gacy erdrosselte den Soldaten und vergrub seine Leiche anschließend direkt unter seinem Schlafzimmer. Am 17. Oktober verschwand der 21-jährige Russell Nelson, der ursprünglich aus Minnesota stammte und auf der Suche nach Arbeit in Chicago war. Nachdem Gacy den jungen Mann vermutlich in einer Bar angesprochen und in sein Haus gelockt hatte, ermordete er auch ihn und vergrub die Leiche unter dem Gästezimmer seines Hauses. Keine 4 Wochen später tötete Gacy den 16-jährigen Robert Winch aus Kalamazoo, Michigan, bevor er abermals in einer Bar in Chicago auf potenzielle Opfer lauerte. Am 18. November verschwand der 20-jährige Tommy Bowling, der ebenfalls zuvor die Bar besucht hatte. Im Dezember 1977 ermordete Gacy im Abstand von etwa 3 Wochen 2 weitere junge Männer. Zunächst tötete er am 9. Dezember den 19-jährigen US Marine David Telsma, der an diesem Abend dienstfrei hatte und eigentlich ein Rockkonzert in Hammond, Indiana besuchen wollte, bevor er Gacy traf und von diesem im Laufe des Abends mit einem Band erdrosselt wurde.
Am 30. Dezember fuhr Gacy mit seinem Wagen durch Chicago und entdeckte den 19-jährigen Schüler Robert Donnelly, der gerade an einer Haltestelle auf den Bus wartete. Gacy zwang den jungen Mann mit vorgehaltener Waffe in sein Auto einzusteigen und fuhr mit ihm zu seinem Haus in Norwood Park, wo er ihn anschließend vergewaltigte und folterte. So zum Beispiel drückte er Roberts Kopf immer wieder in der Badewanne unter Wasser, bis dieser schließlich das Bewusstsein verlor. Während der Folter verhöhnte er sein Opfer immer wieder, indem er es fragte, ob ihm die Spielchen denn gar keinen Spaß bereiten würden. Robert sagte später vor Gericht aus, dass Gacy ihm wiederholt so starke Schmerzen zugefügt habe, dass er ihn angefleht habe, ihn einfach zu töten. Gacy habe daraufhin erwidert, dass er sich schon noch darum kümmern werde. Entgegen dieser Ankündigung tötete er Robert jedoch nicht, sondern fuhr ihn nach einigen Stunden der Folter wieder zurück und ließ ihn laufen. Zuvor verhöhnte er Robert abermals, indem er sagte, dass die Polizei ihm sowieso nicht glauben werde. Tatsächlich rechnete Gacy sogar damit, dass Robert dennoch zur Polizei gehen würde und hatte sich eine Geschichte zurechtgelegt, die er der Polizei in diesem Fall auftischen konnte. Nachdem Robert kurz nach seiner Freilassung die Polizei informierte, wurde Gacy am 6. Januar 1978 zu dem Vorfall vernommen. Hier gab er an, er und Donnelly hätten so etwas wie eine sadomasochistische Beziehung und alles, was dieser behaupte, sei in Wahrheit einvernehmlich gewesen. An das Ende seiner Aussage stellte Gacy dann noch wie beiläufig den Satz, dass er dem jungen Mann zwar versprochen habe, ihm Geld dafür zu bezahlen, es dann aber doch nicht getan habe. In den Augen der Polizei waren diese Einlassungen mehr oder weniger schlüssig genug, um mangels weiterer Beweise einfach davon auszugehen, dass es sich bei Donnellys Anzeige lediglich um die Rache eines verärgerten Liebhabers handelte, sodass die Ermittlungen tatsächlich eingestellt wurden. Einen Monat später ermordete Gacy den 19-jährigen William Kindred, der am 16. Februar verschwand, nachdem er seiner Verlobten mitgeteilt hatte, dass er an diesem Abend in eine Bar gehen werde. Kindred sollte das letzte Opfer sein, das Gacy in seinem Kriechkeller verscharrte, da schlichtweg einfach kein Platz für weitere Leichen mehr darin vorhanden war. Am 21. März, nur 4 Wochen nach dem letzten Mord, lockte Gacy den 26-jährigen Jeffrey Ricknail unter einem Vorwand in sein Auto und betäubte ihn mit Chloroform, kurz nachdem er im Wagen Platz genommen hatte. In seinem Haus zwängte er Ricknails Kopf und Arme in einen selbstgebauten Pranger, den er an der Decke befestigt hatte. Anschließend vergewaltigte Gacy den jungen Mann und folterte ihn auf unterschiedliche Weise, zum Beispiel indem er ihn mit brennenden Kerzen verbrannte, ihn auspeitschte und immer wieder erneut mit Chloroform betäubte. Nachdem er mit seinem Opfer fertig war, verfrachtete er es mit seinem Auto in den etwa 15 Kilometer entfernten Lincoln Park in Chicago, wo er den bewusstlosen Mann liegen ließ. Möglicherweise hielt Gacy ihn für tot. Als Ricknail nach einiger Zeit wieder zu sich kam, gelang es ihm, sich taumelnd zur Wohnung seiner Freundin zu schleppen und von dort aus die Polizei zu verständigen. Das Chicago Police Department führte die Ermittlungen anschließend jedoch zunächst nicht weiter fort, da Ricknail aufgrund seiner wiederholten Betäubungen kaum in der Lage war, sich klar an die Zusammenhänge in der besagten Nacht zu erinnern. Einige Wochen später, im April 1978, erinnerte sich Jeffrey allerdings an verschiedene Orte, wie beispielsweise den Kennedy Expressway und verschiedene Seitenstraßen, durch die Gacy nach seiner Entführung mit ihm gefahren war. Außerdem konnte er sich an Details von Gacys Wagen erinnern. Kurze Zeit darauf hielt sich Jeffrey mit 2 Freunden an der Cumberland-Ausfahrt des Kennedy Expressways auf und entdeckte in diesem Moment zufällig Gacys Wagen, dem sie hastig bis zur West Summerdale Avenue folgten und somit auch das Haus fanden. Mit diesen neuen Informationen nahm das Chicago Police Department die Ermittlungen wieder auf und erwirkte einen Haftbefehl, der am 15. Juli zu Gacys Verhaftung und schließlich zu einer Anklage wegen Körperverletzung führte, allerdings ohne dass sein Haus durchsucht wurde. Nachdem mit dem Mord an William Kindred im Februar 1978 kein Stauraum für weitere Leichen in Gacys Kriechkeller mehr vorhanden war, ging dieser im weiteren Verlauf des Jahres dazu über, die Körper von einer Brücke der Interstate 55 Brücke in den Des Plaines River zu werfen. Ursprünglich hatte er mit dem Gedanken gespielt, die nachfolgenden Leichen auf dem Dachboden zu deponieren, hatte sich aber aufgrund des Entweichens von Leichenflüssigkeit und den daraus entstehenden Problemen letztlich dagegen entschieden. Das erste Opfer, das Gacy auf diese Weise entsorgte, war der 20-jährige Tim O'Rourke, den er Mitte Juni ermordet hatte. Kurz vor seinem Verschwinden hatte Tim seinem Mitbewohner erzählt, dass er ein Jobangebot von einer Firma im Nordwesten von Chicago erhalten habe.
Vermutlich traf Tim an diesem Abend erneut auf Gacy, als er seine Wohnung in der Dover Street in Sheridan Park in Chicago verließ, um sich Zigaretten zu kaufen. Nach einer Cooldown-Phase von etwa 5 Monaten ermordete Gacy am 4. November 1978 den 19-jährigen Frank Landingen, dessen nackte Leiche eine Woche später im etwa 40 Kilometer entfernten Shenanahan, Illinois, entdeckt wurde. Am 24. November verschwand der 20-jährige James Massara aus Elmont Park, einem Vorort von Chicago. James hatte an diesem Abend mit seiner Familie Thanksgiving gefeiert und seiner Schwester erzählt, dass er nun einen Job im Baugewerbe habe und eigentlich auch ansonsten ganz gut zurechtkomme. Am späten Nachmittag des 11. Dezember 1978 traf sich Gacy mit Phil Torf, dem Besitzer der Nissen-Drogerie im 30 Kilometer entfernten Chicagoer Vorort Des Plaines, um einen potenziellen Umbau des Geschäfts zu besprechen. Bei dieser Gelegenheit sah Gacy den 15-jährigen Robert Piest, der zu diesem Zeitpunkt als Aushilfe in dem Geschäft arbeitete. Als Robert in Hörweite war, erzählte Gacy dem Besitzer, dass er in seiner Firma ebenfalls jugendliche Hilfskräfte beschäftige und ihnen einen Stundenlohn von $5 zahle, was etwa dem Doppelten von dem entsprach, was Robert in der Drogerie verdiente. Nachdem Gacy das Geschäft an diesem Abend wieder verlassen hatte, kam einige Zeit später, gegen 21 Uhr, Roberts Mutter mit ihrem Wagen an, die ihren Sohn von der Arbeit abholen wollte, um ihren Geburtstag mit ihm und dem Rest der Familie zu feiern. Robert bat seine Mutter, kurz auf ihn zu warten, da er mit einem potenziellen Arbeitgeber über eine Anstellung sprechen wolle und gab an, gleich wieder da zu sein. Tatsächlich überzeugte Gacy den Jungen mit seinem angeblichen Jobangebot, ihn zu sich nach Hause zu begleiten, wo er ihn zunächst fragte, was er für Geld denn bereit sei zu tun. Robert antwortete, dass er durchaus in der Lage sei, hart zu arbeiten, woraufhin Gacy erwiderte, dass man im Übrigen auch mit sexuellen Diensten sehr gutes Geld verdienen könne. Der Junge lehnte dies zwar ab, ließ sich jedoch kurz darauf trotzdem auf Gacys altbewährten Handschellentrick ein und wurde schließlich von diesem gefesselt. Nachdem sein Opfer wehrlos war, teilte Gacy ihm mit, dass er ihn nun vergewaltigen werde und es nichts gebe, das er dagegen unternehmen könne. Robert begann zu weinen und wurde panisch, als Gacy ihm mit einer Schlinge den Hals zudrückte. Während er ihn schließlich zum Sterben auf den Boden seines Schlafzimmers legte, rief unerwartet ein Geschäftskunde an, mit dem Gacy seelenruhig telefonierte und Robert dabei beobachtete, wie dieser schließlich mit abgebundenem Hals erstickte. Als Robert Piest an diesem Abend nicht mehr zu seiner Mutter zurückkehrte, die noch einige Zeit vor der Drogerie gewartet hatte, und auch im Verlauf des Abends nicht mehr zu Hause auftauchte, meldeten ihn seine Eltern bei der Polizei von Des Plaines als vermisst. Als Phil Torf zu dem Vorfall befragt wurde, gab er an, dass seine Aushilfe Robert höchstwahrscheinlich Gacy gemeint habe, als er seiner Mutter von einem neuen Arbeitgeber berichtet hatte. Lieutenant Joe Kozancek, der in diesem Fall ermittelte, hatte zufällig auch einen Sohn, der auf dieselbe Highschool ging wie Robert. Nachdem Kozancek am nächsten Morgen mit Roberts Mutter gesprochen hatte, war er fest davon überzeugt, dass der Junge nicht einfach von zu Hause fortgelaufen war und beschloss, Gacy genauer zu überprüfen. Eine routinemäßige Überprüfung möglicher Vorstrafen in Gacys Fall ergab eine noch ausstehende Vorladung wegen Körperverletzung sowie die Verurteilung in Iowa wegen sexuellem Missbrauch eines 15-Jährigen im Jahr 1968. Am darauffolgenden Abend fuhr Lieutenant Kozancek in Begleitung von 2 weiteren Polizisten nach Norwood Park, um Gacy in dessen Haus zu besuchen. Während der Vernehmung tat Gacy so, als wisse er gar nicht genau, wer Robert überhaupt gewesen sei. Er gab an, er habe in der Drogerie sogar 2 Teenager gesehen und mit einem von beiden kurz gesprochen. Dabei sei es allerdings nur darum gegangen, ob hinter dem Geschäft bereits Baumaterial lagere. Möglicherweise sei der Jugendliche, mit dem er gesprochen habe, Robert Pice gewesen. Dass er dem Jungen angeblich einen Job angeboten habe, bestritt Gacy hartnäckig. Außerdem sagte er aus, er sei später noch einmal zur Drogerie zurückgekommen, da er seinen Terminkalender auf dem Tresen vergessen habe. Gacy versprach den Beamten anschließend, im Laufe des Abends auf die Polizeistation zu kommen, um seine Aussage auch offiziell zu Protokoll zu geben, könne aber aus persönlichen Gründen nicht sofort kommen, da sein Onkel an diesem Tag verstorben sei. Als die Beamten ihn fragten, wann genau und wie schnell er kommen könne, antwortete Gacy: Sie sind wirklich unverschämt. Haben Sie etwa keinen Respekt vor den Toten? In dieser Nacht kam Gacy schließlich erst gegen 3.20 Uhr mit schlammverschmierter Kleidung auf die Polizeiwache in Des Plaines und behauptete, in einen Verkehrsunfall verwickelt worden zu sein. Die Beamten der Nachtschicht zeigten hierfür Verständnis und luden Gacy für den kommenden Tag erneut vor.
Bei dieser Vernehmung bestritt Gacy abermals, Robert einen Job angeboten oder irgendetwas mit dessen Verschwinden zu tun zu haben. Als die Beamten ihn zu seiner Rückkehr zur Drogerie befragten, blieb Gacy bei seiner Aussage, er habe einfach nur seinen Terminkalender vergessen und sei zurückgekehrt, nachdem Phil Torf ihn angerufen und darauf aufmerksam gemacht habe. Allerdings hatten die Detectives dies im Vorfeld bereits überprüft, indem sie mit Torf gesprochen hatten. Dieser hatte ausgesagt, dass er Gacy an diesem Abend überhaupt nicht mehr kontaktiert habe. Auf Wunsch der Polizei verfasste Gacy eine schriftliche Aussage, in der er seine Bewegungen am 11. Dezember auflistete. Die Ungereimtheiten der gesamten Befragung führten jedoch dazu, dass sich der Anfangsverdacht gegen Gacy erhärtete. Zu diesem Zeitpunkt hielten die Beamten es für möglich, dass Gacy Robert gegen dessen Willen bei sich zu Hause festhielt und beantragten daher einen Durchsuchungsbefehl für den 13. Dezember. Bei der anschließenden Durchsuchung auf Gacys Grundstück entdeckte die Polizei einige verdächtige Gegenstände, darunter eine Pistole vom Kaliber 6mm in einer Büroschublade, mehrere Polizeimarken, Handschellen, eine Spritze mit einer Injektionsnadel und einen 46 cm langen Dildo im Schlafzimmer. In der Waschküche und im Badezimmer entdeckten die Beamten einen blauen Kapuzenpullover und Unterwäsche. Beides war eindeutig zu klein für Gacy. In einem Gästezimmer auf der nordwestlichen Seite des Hauses fanden die Beamten ein Kantholz in knapp 1 Meter Länge, in das an den Enden jeweils Löcher gebohrt worden waren, wie bei einem Pranger. Außerdem einige Fläschlein mit Valium und Atropin sowie verschiedene Führerscheine und einen Abschlussring der Maine West High School mit den eingravierten Initialen J.A.S. In einer Mülltonne in der Küche fand sich außerdem eine Fotoquittung der Nissen-Drogerie und ein 91 cm langes Nylonseil. Aufgrund der verdächtigen Ergebnisse der Hausdurchsuchung beschlagnahmte die Polizei Gacys persönliches Auto sowie die Firmenwagen von PDM, um sie auf Spuren zu untersuchen. Außerdem wurden insgesamt 4 verdeckte Ermittler, aufgeteilt in 2 Teams, auf Gacy angesetzt, um ihn abwechselnd in 12-Stunden-Schichten zu beschatten, während die Ermittlungen zu seiner Vorgeschichte und seiner potenziellen Rolle bei Robert Pyes Verschwinden fortgesetzt wurden. Die beiden Überwachungsteams bestanden aus den erfahrenen Polizisten Mike Albrecht und David Hackmeister sowie Ronald Robinson und Robert Schulz. Am darauffolgenden Tag erhielten die Ermittler einen Anruf von Michael Rossi, der die Beamten über das Verschwinden von Greg Gotzig informierte und darauf hinwies, dass ein anderer Angestellter von PDM, Charles Hattula, ebenfalls in diesem Jahr verschwunden und später tot im Pecatunica River aufgefunden worden war. Die Kombination dieser Erkenntnisse erhärtete den Verdacht gegen Gacy weiter, da er durch seine Rolle bei PDM als einziger konstanter Faktor in den genannten Fällen erschien. Am 15. Dezember erhielten die Ermittler genauere Informationen über Gacys Anklage wegen Körperverletzung und erfuhren, dass das damalige Opfer, Jeffrey Rignail, ausgesagt hatte, dass Gacy ihn in sein Fahrzeug gelockt, mit Chloroform betäubt, vergewaltigt und gefoltert habe, bevor er ihn am folgenden Morgen mit schweren Brandwunden am Oberkörper und im Gesicht sowie blutenden Verletzungen im Analbereich im Lincoln Park abgelegt habe. Als die Beamten noch am selben Tag Gacys Ex-Frau Carol befragten, erfuhren sie von dieser, dass zum damaligen Zeitpunkt auch John Butkovich verschwunden war. Außerdem wurde zeitgleich der gefundene Highschool-Abschlussring mit den Initialen JAS mit dem verschwundenen John Allen Syke in Verbindung gebracht, dessen Mutter außerdem aussagte, dass aus der Wohnung ihres Sohnes auch noch weitere Gegenstände entwendet worden waren, darunter auch ein Fernseher der Marke Motorola. Ab dem 16. Dezember suchte Gacy aktiv Kontakt zu den Beamten, die ihn überwachen sollten, indem er sie regelmäßig in Restaurants, auf einige Getränke in Bars oder sogar bei sich zu Hause einlud. Dabei bestritt er wiederholt, mit Robert Pyes Verschwinden etwas zu tun zu haben und beschuldigte die Polizisten, ihn einfach nur aufgrund seiner politischen Verbindungen zu belästigen. Da Gacy klar war, dass die Polizisten, die zu seiner Überwachung abgestellt worden waren, ihn wohl kaum wegen kleinerer Vergehen verhaften würden, verhöhnte er sie, indem er immer wieder Verkehrsregeln missachtete und die ihm folgenden Polizisten bei diesen Manövern mehrmals sogar erfolgreich abschütteln konnte. Am Nachmittag des 16. Dezember erklärte sich David Cram dazu bereit, eine Aussage zu Protokoll zu geben. Er beschrieb den Beamten zunächst Gacys Workaholic-Lifestyle und dessen Offenheit bezüglich sexueller Kontakte zu anderen Männern. Außerdem gab er an, Gacy habe ihm aufgrund seiner Unpünktlichkeit einmal eine Armbanduhr geschenkt und dabei erwähnt, dass er sie von jemandem habe, der jetzt tot sei.
Am nächsten Tag wurde Michael Rossi offiziell von der Polizei verhört. Er gab an, dass Gacy ihm das Auto von John Syke verkauft hatte. Angeblich habe Gacy das Auto zuerst John abgekauft, da dieser Geld gebraucht habe, um nach Kalifornien zu ziehen. Parallel zu den Befragungen arbeitete die Spurensicherung an Gacys Auto und entdeckte im Kofferraum eine kleine Ansammlung von Fasern, die möglicherweise einmal menschliche Haare gewesen sein könnten. Noch am selben Abend wurde der Wagen zusammen mit anderen Fahrzeugen in Gacys Besitz einem Test unterzogen. Drei verschiedene deutsche Schäferhunde, die auf das Aufspüren von Personen trainiert waren, wurden an und in die Autos geführt, um zu bestimmen, ob Robert Pice sich darin aufgehalten hatte. Der Hund, der Spuren von Robert in Gacys privatem Wagen aufspüren sollte, legte sich auf den Beifahrersitz, was das Zeichen für tot darstellte. Fast zum gleichen Zeitpunkt lud Gacy die beiden Detectives Albrecht und Heckmeister, die an diesem Tag das Überwachungsteam bildeten, in ein Restaurant ein, wo sie zusammen aßen. Am frühen Morgen des 18. Dezember lud er die beiden Beamten in ein weiteres Restaurant ein, wo er ihnen beim Frühstück von seiner Arbeit, seiner Ehe und seinen Auftritten als Clown erzählte. Bei diesem Gespräch fügte er die folgende Bemerkung hinzu. Wissen Sie, Clowns können einen Mord begehen und damit davonkommen. Auch abgesehen von dieser Bemerkung begann Gacy ab etwa dem 18. Dezember langsam erste Anzeichen von Belastung aufgrund der ständigen Überwachung zu zeigen. Er wirkte ungepflegt, sah müde aus, erschien ängstlich und steigerte seinen Alkoholkonsum deutlich. An diesem Nachmittag fuhr Gacy zur Kanzlei seines Anwalts, mit dem er aufgrund der Überwachung durch die Polizei eine Zivilklage wegen Belästigung und Nachstellung im Streitwert von $750.000 vorbereitete. Am selben Tag gelang es den Detectives, die Seriennummer der Fotoquittung, die man in der Mülltonne in Gacys Küche gefunden hatte, zurückzuverfolgen und somit die 17-jährige Kim Byers zu ermitteln, die ebenfalls in der Nissendrogerie arbeitete. Als die Polizisten Kim am nächsten Tag persönlich befragten, sagte sie aus, dass sie am 11. Dezember beim kurzen Verlassen der Drogerie einen Kittel getragen habe, in dessen Tasche sie die Quittung gesteckt habe. Als sie kurz darauf wiederkam, habe sie Robert den Kittel gegeben, da dieser ebenfalls die Drogerie verlassen habe, um mit einem potenziellen Arbeitgeber zu sprechen. Diese neuen Informationen standen im direkten Widerspruch zu Gacys Aussage, er habe am Abend des 11. Dezember keinerlei Kontakt zu Robert Pice gehabt, nachdem er die Drogerie verlassen hatte. Noch am selben Abend wurde Michael Rossi erneut befragt und zeigte sich dieses Mal kooperativer. So zum Beispiel erzählte er den Detectives unter anderem von seiner Arbeit in Gacys Kriechkeller im Sommer 1977, als er dort in dessen Auftrag 10 Säcke Kalk verteilen sollte. Am 19. Dezember trugen die Ermittler die bisherigen Beweise zusammen, um eine zweite Hausdurchsuchung beantragen zu können, während Gacys Anwälte die Unterlassungs- und Schadensersatzklage wegen Belästigung gegen die Polizei von Deep Plains einreichten. Die erste gerichtliche Anhörung für die Klage war für den 22. Dezember geplant. Am Nachmittag lud Gacy das auf ihn angesetzte Überwachungsteam, bestehend aus Detective Robinson und Detective Schulz, erneut in sein Haus ein. Bei dieser Gelegenheit lenkte Robinson Gacy mit einem Gespräch ab, sodass Schulz einen Versuch unternehmen konnte, in das Schlafzimmer zu gehen und die Seriennummer des Motorola-Fernsehers zu notieren, von dem sie vermuteten, dass er ursprünglich John Syke gehört hatte. In der Kürze der Zeit gelang es Schulz jedoch nicht, die Seriennummer zu finden und zu notieren. Dennoch machten die beiden Ermittler bei diesem Besuch eine entscheidende Entdeckung. Als einer der Polizisten die Toilette benutzte, bemerkte er einen Geruch, den er für Verwesungsgeruch menschlicher Überreste hielt, der aus einem Heizungsschacht zu kommen schien. Im Gegensatz zur ersten Hausdurchsuchung war das Haus dieses Mal geheizt, was erklärte, warum der Geruch zuvor nicht bemerkt worden war. Am 20. Dezember wurden David Cram und Michael Rossi erneut von der Polizei verhört. Rossi hatte sich dazu bereit erklärt, Angaben zu einer möglichen Verbindung zwischen ihm und John Syke zu machen. Darüber hinaus befragten ihn die Beamten zum Verschwinden von Robert Pice. Als Lieutenant Kosansek ihn schließlich fragte, wo Gacy seiner Meinung nach rein theoretisch eine Leiche versteckt haben könnte, gab Rossi an, dass Gacy eine Leiche vermutlich am ehesten im Kriechkeller verscharren würde. Außerdem willigte Rossi ein, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen, den Kosansek vorgeschlagen hatte. Während dem Test verneinte er alle Fragen, die darauf abzielten, ob er selbst auf irgendeine Weise mit dem Verschwinden von Robert Pice zu tun habe, darunter auch die Frage, ob er Informationen zu dessen Verbleib habe.
Kurz darauf weigerte sich Rossi jedoch, weitere Fragen zu beantworten, während die bisherigen Ergebnisse aufgrund seiner fahrigen und eher inkonsistenten Antworten mit Blick auf eine eindeutige Unterscheidung zwischen Lüge und wahrheitsgemäßen Antworten praktisch nicht auswertbar waren. Obwohl Rossi sich weigerte, den Lügendetektortest zu beenden, machte er weitere Angaben zu den Gräben, die er für Gacy im Kriechkeller ausheben sollte. So zum Beispiel erzählte er den Beamten, Gacy habe strikt darauf bestanden, dass er beim Graben keinesfalls von den Stellen abweichen durfte, die dieser zuvor für ihn markiert hatte. Noch am selben Tag fand das Verhör von David Cram statt. Bei der Befragung sagte David dazu aus, wie Gacy versucht hatte, ihn im Jahr 1976 zu vergewaltigen. Außerdem berichtete er, dass er trotz der versuchten Vergewaltigung auch weiterhin ab und zu für Gacy gearbeitet und Kontakt zu ihm gehabt hatte. Aus diesem Grund sei er auch am 13. Dezember, am Tag der Hausdurchsuchung, nachdem die Polizei wieder abgerückt sei, mit Gacy zurückgekommen und habe eine seltsame Reaktion an ihm bemerkt. Das Haus sei nach der Durchsuchung natürlich etwas in Unordnung gewesen. Auf einem Teppich habe Gacy einen kleinen Klumpen Erde bemerkt und sei in diesem Augenblick leichenblass geworden. Daraufhin habe er sich auf der Stelle eine Taschenlampe geschnappt und sei in den Kriechkeller hinabgestiegen, wo er überprüft habe, ob dort gegraben worden sei. Als die Beamten David daraufhin fragten, ob er selbst schon einmal den Kriechkeller betreten habe, gab er an, einmal für Gacy dort unten Kalk verstreut und verschiedene Gräben ausgehoben zu haben. Angeblich seien die Gräben für Kanalrohre gewesen und hätten die Abmessungen von ca. 1,80 Meter Länge, 60 cm Breite und 60 cm Tiefe gehabt. Quasi die Größe eines Grabes. Am Abend des 20. Dezember fuhr Gacy in einem Mietwagen, den er seit der Beschlagnahmung seiner Fahrzeuge fuhr, zur Kanzlei seiner Anwälte, mit denen er sich treffen wollte, um die Fortschritte der Schadensersatzklage zu besprechen. Als Gacy ankam, wirkte er aufgelöst und äußerte die Bitte, etwas Alkoholisches zu trinken zu bekommen, woraufhin sein Anwalt Sam Amirant eine Flasche Whisky aus seinem Wagen holte. Nachdem Amirant wieder zurück war, fragte er Gacy, was genau er eigentlich besprechen wolle, woraufhin sich dieser eine Zeitung nahm, die auf Amirants Schreibtisch lag, auf die Titelseite deutete, die Robert Pius zeigte und schließlich antwortete, »Dieser Junge hier ist tot. Er liegt in einem Fluss.« Anschließend lieferte Gacy ein ausführliches Geständnis, das bis zu den frühen Morgenstunden des nächsten Tages dauerte und damit begann, dass Gacy angab, er selbst sei der Richter, die Jury und der Henker von vielen, vielen Leuten gewesen und dass er nun die gleiche Rolle für sich selbst einnehmen wolle. Im weiteren Verlauf des Geständnisses gab er an, er habe die meisten Opfer in seinem Kriechkeller vergraben, allerdings auch 5 weitere Leichen im Deep Plain River entsorgt. Die Opfer bezeichnete er in diesem Zusammenhang als männliche Prostituierte, Stricher und Lügner, denen er seinen Seiltrick gezeigt habe. Er berichtete, dass er an manchen Tagen einfach aufgewacht sei und tote, strangulierte Jungs auf seinem Fußboden gefunden habe, deren Hände hinter ihrem Rücken gefesselt gewesen seien. Anschließend habe er ihre Leichen einfach im Kriechkeller vergraben, da er sie irgendwie auch als sein Eigentum betrachtet habe. Aufgrund des Alkohols, den Gacy getrunken hatte, schlief er schließlich noch während seines Geständnisses ein. Sam Amirant organisierte noch für denselben Morgen um 9 Uhr einen Termin bei einem Psychiater. Als Gacy schließlich in der Kanzlei aufwachte und sein Anwalt ihm auf Nachfrage mitteilte, dass er in dieser Nacht Morde an ungefähr 30 Menschen gestanden hatte, schüttelte Gacy nur den Kopf und sagte, »Naja, darüber kann ich mir jetzt keine Gedanken machen. Ich habe noch Dinge zu erledigen.« und verließ die Kanzlei. Den von Amirant vereinbarten Termin bei dem Psychiater nahm er nicht wahr. Nachdem er die Anwaltskanzlei verlassen hatte, wurde Gacy klar, dass eine Verhaftung jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein konnte. Als er mit seinem Mietwagen an einer Tankstelle anhielt, gab er dem Tankwart ein Tütchen Cannabis und sagte etwas in der Art wie »Jetzt ist alles vorbei, die werden mich umbringen.« Der Tankwart übergab das Cannabis anschließend den Beamten, die Gacy überwachten, und teilte ihnen auch mit, was er gesagt hatte. Von der Tankstelle aus fuhr Gacy auf direktem Wege zu Ronald Road, einem befreundeten Unternehmer. Als dieser die Tür öffnete, umarmte ihn Gacy, brach in Tränen aus und sagte, »Ich war ein böser Junge. Ich habe mehr oder weniger 30 Menschen getötet.« Dann stieg Gacy wieder in den Mietwagen und fuhr zum Haus von David Cram, wohin er auch Michael Rossi bestellt hatte. Als er den Expressway entlang fuhr, sah das Beobachtungsteam, wie Gacy einen Rosenkranz in der Hand hielt und offenbar einige Gebete aufsagte. Nach dem Treffen mit Cram und Rossi fuhr Cram ihn zu einem Termin mit Leroy Stevens, einem weiteren Anwalt.
Während Gacy in dieser Besprechung war, informierte David Cram das Überwachungsteam darüber, dass Gacy ihm und Michael gerade erzählt habe, dass er seinen anderen Anwälten am Abend zuvor mehr als 30 Morde gestanden hatte. Anschließend fuhr Cram mit Gacy zum Mary Hill Cemetery, wo sich das Grab von Gacys Vater befand. Während sich Gacy an diesem Morgen zu verschiedenen Orten fahren ließ, arbeitete die Polizei an den Formalitäten, um eine weitere Hausdurchsuchung beantragen zu können. Diesmal wurde als Ziel explizit die Suche nach der Leiche von Robert Peist im Kriechkeller des Hauses angegeben. Nachdem das Überwachungsteam gemeldet hatte, dass sich Gacy zunehmend unberechenbarer verhielt und man befürchtete, dass er möglicherweise Selbstmord begehen könne, entschied sich die Polizei dazu, ihn zunächst einmal wegen dem Besitz und der Weitergabe von Cannabis an den Tankwart zu verhaften und in Gewahrsam zu nehmen, solange der Antrag auf die Hausdurchsuchung noch lief. Am Nachmittag des 21. Dezember um 16.30 Uhr bewilligte der zuständige Richter Marvin J. Peters den Antrag auf Hausdurchsuchung. Als Gacy darüber informiert wurde, leugnete er, dass im Kriechkeller jemand begraben sei, gab aber zu, einen jungen Mann in Notwehr getötet und anschließend unter der Garage begraben zu haben. Als die Polizei und die Beamten der Spurensicherung schließlich an Gacys Haus in der Summerdale Avenue ankamen, stellten sie schnell fest, dass Gacy eine Pumpvorrichtung vom Strom getrennt und somit dafür gesorgt hatte, dass der Kriechkeller mittlerweile überschwemmt war. Vermutlich, um Spuren zu verwischen. Die Ermittler schalteten die Pumpe jedoch einfach wieder ein und warteten, bis das Wasser abgepumpt war. Anschließend betrat der erfahrene Kriminaltechniker Daniel Genty als erster den etwa 8,5 x 11,6 Meter großen Kriechkeller und begann in der südwestlichen Ecke zu graben. Innerhalb weniger Minuten stieß er auf verfaultes menschliches Fleisch und einen Armknochen. In diesem Moment rief er den anderen Ermittlern zu, dass man Gacy jetzt tatsächlich auch wegen Mordes anklagen könne und fügte mit einem Blick auf den Kriechkeller hinzu: "Ich glaube, der ganze Keller hier ist voller Kinder." Ein weiterer Beamter der Spurensicherung, vordergründig für Tatortfotos zuständig, stieg ebenfalls in den Kriechkeller und begann in der nordöstlichen Ecke zu graben. Auch er stieß innerhalb kürzester Zeit auf menschliche Überreste und legte eine Kniescheibe frei. Als die beiden Beamten von ihren jeweiligen Grabstellen abließen und daraufhin gemeinsam im südöstlichen Bereich die Erde beiseite räumten, stießen sie auf zwei Unterschenkelknochen. Alle bislang gefundenen Leichen waren zu stark verwest, als dass es sich dabei um Robert Peist hätte handeln können. Als die Leichenteile in der nordöstlichen Ecke von der Erde befreit wurden, entdeckte einer der Kriminaltechniker seitlich daneben den Schädel eines weiteren Opfers. Bei späteren Ausgrabungen rund um das zweite Opfer wurde noch ein weiterer Schädel gefunden. Nachdem feststand, dass zumindest in diesem Fall mindestens drei Leichen in einem Graben gelegen hatten, wandte sich die Spurensicherung wieder dem ersten Opfer zu und fand dort den Brustkorb eines weiteren Opfers, was das befürchtete Ausmaß des Tatortes bestätigte. Als Gacy von der Polizei informiert wurde, dass man menschliche Überreste in seinem Kriechkeller gefunden habe und nun Mordanklage gegen ihn erhoben werden würde, gab er an, dass er reinen Tisch machen wolle und ihm schon seit der letzten Nacht, die er betrunken auf dem Sofa seiner Anwälte verbracht hatte, klar sei, dass eine Verhaftung unausweichlich sei. Am frühen Morgen des 22. Dezember gab Gacy in Anwesenheit seiner Anwälte eine formelle Erklärung ab, in der er einräumte, schätzungsweise 30 junge Männer ermordet zu haben, die sein Haus jedoch jeweils freiwillig betreten hätten. Manche der Opfer benannte er mit Namen, an die meisten konnte er sich jedoch nicht erinnern. Er behauptete, dass es sich bei allen entweder um Ausreißer im Teenageralter oder um Stricher gehandelt habe. Zu den Gräbern im Kriechkeller führte Gacy in seiner Erklärung aus, dass er nur 5 davon selbst gegraben habe. Die anderen habe er seine Angestellten, darunter auch Gregory Gottsick, ausheben lassen, sodass stets genug fertige Gräber zur Verfügung gestanden hätten. Als die Ermittler ihm den Führerschein eines gewissen Robert Haston zeigten, den man in seinem Haus gefunden hatte, gab Gacy an, dass er den Mann nicht kenne, sich der Führerschein aber im Besitz eines der Opfer befunden habe. Zu seinen weiteren Plänen befragt, gestand Gacy, dass er vorgehabt hatte, im nächsten Monat den gesamten Kriechkeller mit Beton zu versiegeln und die Leichen so noch effektiver zu verbergen. Als Gacy konkret zu Robert Peist befragt wurde, gab er zu, den Jungen am Abend des 11. Dezember tatsächlich unter einem Vorwand in sein Haus gelockt und anschließend stranguliert zu haben. Außerdem gestand er, in dieser Nacht neben der Leiche von Robert Peist geschlafen zu haben, bevor er sie in den frühen Morgenstunden des 13. Dezember in den Des Plaines River geworfen habe. An diesem Abend habe er, wie damals angegeben, auch tatsächlich auf dem Weg zur Polizeistation einen Unfall gehabt, da sein Auto von einer vereisten Straße gerutscht sei und aus dem Straßengraben gezogen werden musste.
Im Anschluss daran wurde Gacy im Beisein seiner Anwälte und der Polizei zur Interstate 55-Brücke über den Des Plaines River gefahren, von wo aus er Robert Peist und insgesamt 4 weitere Leichen in den Fluss geworfen hatte. Danach wurde er zu seinem Haus gebracht, wo er mit orangefarbenem Farbspray auf dem Boden der Garage markieren sollte, wo genau das Opfer begraben lag, das er angeblich in Notwehr getötet habe und von dem Gacy angegeben hatte, dass es sich dabei um John Botkovich handelte. Um den Beamten bei der Suche nach den Leichen zu helfen, die unter seinem Haus vergraben waren, zeichnete Gacy während seinem Geständnis eine grobe Skizze des Hauses, wo er die Stellen markierte, an denen er seine Opfer vergraben hatte. In der darauffolgenden Woche wurden unter Aufsicht des Gerichtsmediziners von Cook County, Robert Stein, insgesamt 28 Leichen aus dem Erdreich auf Gacys Grundstück ausgegraben, 26 davon aus dem Kriechkeller. Dieser wurde in markierte Abschnitte unterteilt und jeder Leiche eine Identifikationsnummer zugeordnet, beginnend mit Leiche Nummer 1, die im nordöstlichen Bereich gefunden wurde, der genau unter dem Raum lag, den Gacy als Büro benutzt hatte. Bei Leiche Nummer 1 konnte keine Todesursache festgestellt werden. Nachdem die Ermittler am 23. Dezember 3 weitere Leichen ausgegraben hatten, wurde die Suche nach weiteren Opfern über die Weihnachtsfeiertage pausiert. Am 26. Dezember wurden 4 weitere Leichen aus Gacys Kriechkeller geborgen. Aufgrund der Knebel aus verschiedenen Textilien, die zum Teil tief in die Rachen der Leichen gestopft worden waren, schlussfolgerten die Gerichtsmediziner, dass die entsprechenden Opfer höchstwahrscheinlich daran erstickt waren. Am darauffolgenden Tag exhumierten die Ermittler insgesamt 8 weitere Leichen, bei denen zum Teil noch die Bänder um den Hals gewickelt waren, mit denen Gacy sie stranguliert hatte. Am 29. Dezember wurden 6 weitere Opfer ausgegraben, von denen sich 4 in einem Sammelgrab befunden hatten, das genau unter Gacys Küche und dem Haushaltsraum gelegen hatte. Am 28. Dezember wurde etwa 1,6 Kilometer entfernt von der Interstate 55-Brücke eine Leiche im Des Plaines River gefunden und schließlich als James Mazzara identifiziert. Gacy hatte bereits gestanden, den jungen Mann kurz nach Thanksgiving ermordet zu haben. Die Obduktion ergab, dass James stranguliert worden war. Kurz darauf wurde die Bergung der Opfer aus dem Kriechkeller aufgrund der heftigen Schneestürme im Winter 1979 für einige Wochen unterbrochen und das Haus für diesen Zeitraum versiegelt. Erst im März wurden die Ausgrabungen und die Spurensicherung fortgesetzt, obwohl Gacy zwischenzeitlich in der Haft darauf beharrt hatte, dass mittlerweile alle Opfer entdeckt worden seien. Entgegen dieser Behauptung wurde am 9. März die 28. Leiche auf Gacys Grundstück gefunden, die er in mehrere Plastiktüten eingewickelt und unter der Terrasse etwa 4,5 Meter von der Grillstelle im Garten entfernt vergraben hatte. Eine Woche später, am 16. März, wurde schließlich das letzte Opfer auf Gacys Grundstück gefunden. Die Leiche befand sich unter dem Fußboden des ehemaligen Esszimmers. Alle Leichen waren zum Zeitpunkt ihrer Exhumierung in einem fortgeschrittenen Verwesungsstadium, sodass sich eine Identifizierung zunächst schwierig gestaltete. Insgesamt 23 Opfer konnten jedoch letztlich durch Röntgenbilder und andere Zahnarztunterlagen identifiziert werden, 2 weitere durch den Vergleich von Röntgenbildern, die von anderen Knochenbrüchen stammten. Diese Identifizierungen wurden jeweils auch durch die persönlichen Gegenstände und Ausweisdokumente untermauert, die Gacy als Andenken aufbewahrt hatte. Bei einigen Leichen hatte Gacy den Kopf und den Oberkörper in Plastiktüten eingewickelt, bevor er sie vergraben hatte. Bei anderen fanden die Ermittler verschiedene Objekte, wie beispielsweise Medikamentendosen in der Beckenregion, was darauf hindeutete, dass Gacy seinen Opfern diese Gegenstände in den Anus eingeführt hatte. Nachdem sämtliche Leichen geborgen und alle verwertbaren Spuren gesichert waren, wurde Gacys Haus im April 1979 mit Genehmigung der Behörden abgerissen. Das Opfer, das man bereits im Juni 1978 knapp 10 Kilometer flussabwärts von der Interstate 55-Brücke im Des Plaines River gefunden hatte, wurde zunächst nicht mit Gacy in Verbindung gebracht. Im Januar 1979 gelang es der Polizei, diese Leiche anhand eines Abgleichs von Fingerabdrücken und einer Tätowierung auf dem linken Oberarm als den vermissten Tim O'Rourke zu identifizieren. Die im Anschluss durchgeführte Autopsie ergab, dass O'Rourke bereits tot gewesen sein musste, bevor er in den Fluss geworfen wurde. Erst nach Gacys Verhaftung stellte sich heraus, dass Tim tatsächlich ebenfalls eines seiner Opfer gewesen war, was die Zahl der Morde zu diesem Zeitpunkt auf mindestens 31 anstiegen ließ. Das 32. Opfer war der 19-jährige Frank Landigan, der am 4. November 1978 ermordet und ebenfalls in den Des Plaines River geworfen wurde. Bei der Obduktion der Leiche stellte sich heraus, dass ihm seine eigene Unterwäsche so tief in den Rachen gestopft worden war, dass sie effektiv die Atmung verhinderte. Dennoch vermuteten die Rechtsmediziner, dass er nicht daran gestorben war, sondern vielmehr sein eigenes Erbrochenes eingeatmet und daran erstickt sei.
Frank war somit das 32. Opfer, das man Gacy eindeutig zuordnen konnte. Am 9. April 1979 wurde in Grundy County, Illinois, eine bereits zerfallene Leiche am Ufer des Des Plaines Rivers entdeckt, die sich dort in Baumwurzeln verfangen hatte. Auch hier gelang den Ermittlern die Identifizierung anhand von Zahnarztunterlagen. Es handelte sich um Robert Piest. Eine anschließende Autopsie ergab, dass Gacy dem Jungen drei kugelförmige Klumpen aus papierähnlichem Material in den Rachen gedrückt hatte, an denen dieser schließlich erstickt war. Knapp ein Jahr später, am 6. Februar 1980, wurde Gacy schließlich vor Gericht gestellt und offiziell wegen 33-fachem Mord angeklagt. Auf Antrag seiner Verteidiger hatte Gacy zwischen seiner Verhaftung und der Anklage über 300 Stunden mit Ärzten und Psychologen des Menard Correctional Centers gesprochen und dabei eine Reihe psychologischer Tests absolviert, bevor ein Expertengremium darüber beriet, ob er überhaupt verhandlungsfähig und im Falle einer Verurteilung schuldfähig sei. Bei dieser Gelegenheit hatte Gacy erfolglos versucht, den Ärzten vorzuspielen, dass er unter einer multiplen Persönlichkeit leide. Er hatte behauptet, insgesamt 4 Persönlichkeiten zu haben. Den arbeitswütigen und bürgerlichen Unternehmer, den Clown, den aktiven Politiker und eine Polizistenpersönlichkeit namens Jack Hanley, den Gacy in den Gesprächen zumeist Bad Jack nannte. Nachdem er Bad Jack zumindest für sich selbst etabliert hatte, versuchte Gacy nachträglich, sein Geständnis als einen Bericht darzustellen, den sein wahres Ich über die Verbrechen der Bad Jack-Persönlichkeit an die Ermittler weitergeleitet hatte, von der er außerdem behauptete, dass sie Homosexualität verabscheue. Parallel entschieden sich Gacys Anwälte dazu, in seinem Namen vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren, indem sie ihren Mandanten als eine Art Dr. Jekyll und Mr. Hyde Persönlichkeit präsentierten. Unterstützt wurde dieses Vorhaben von mehreren psychiatrischen Gutachten, die im Auftrag der Verteidiger erstellt worden waren. Während der Verhandlung sagten 3 verschiedene Gutachter aus, dass sie Gacy für einen paranoid Schizophrenen mit multipler Persönlichkeitsstörung hielten. Die Staatsanwaltschaft vertrat jedoch klar die Ansicht, dass Gacy sowohl zurechnungsfähig und somit voll schuldfähig sei und darüber hinaus auch stets die volle Kontrolle über seine Handlungen und deren Konsequenzen gehabt habe. Um diese Argumentation zu untermauern, rief die Anklage mehrere Zeugen, darunter ebenfalls psychiatrische Gutachter auf, die sowohl dazu Stellung nahmen, dass Gacy nicht willkürlich, sondern mit Vorsatz gehandelt hatte, als auch dazu, dass er einigen Aufwand betrieben habe, um der Strafverfolgung zu entgehen. 2 Aspekte, die mehr oder weniger in direktem Widerspruch zu Unzurechnungs- und Schuldunfähigkeit stehen. Außerdem sagten David Cram und Michael Rossi in der Verhandlung übereinstimmend aus, dass Gacy ihnen unabhängig voneinander aufgetragen hatte, Gräben im Kriechkeller zu graben und Kalk zu verteilen. Gacy habe außerdem bei beiden jungen Männern sporadisch überprüft, ob sie auch tatsächlich nur an den von ihm markierten Stellen graben würden, da sie keinesfalls von den exakten Positionen abweichen durften. Am 18. Februar sagte Robert Stein, der Gerichtsmediziner von Cook County, aus, dass sich sämtliche Leichen aus Gacys Kriechkeller in einem fortgesetzten Stadium der Verwesung befunden hätten und bei Exhumierung in weiten Teilen skelettiert gewesen seien. Die Autopsien hätten zusammengefasst ergeben, dass 13 Opfer an Erstickung gestorben seien, 6 an Strangulation und ein Opfer, von dem man annahm, dass es Gacys erster Mord gewesen war, aufgrund multipler Stichverletzungen in der Brust. Bei den restlichen 13 Opfern war die Todesursache zum damaligen Zeitpunkt unter anderem aufgrund des Verwesungszustandes nicht mehr feststellbar. Im anschließenden Kreuzverhör suggerierten Gacys Verteidiger, dass alle 33 Opfer möglicherweise einfach durch unbeabsichtigte Erstickung bei Sexunfällen zu Tode gekommen seien, was Robert Stein jedoch relativ trocken als hochgradig unwahrscheinlich bezeichnete. Am 21. Februar sagte Jeffrey Ricknell vor Gericht darüber aus, wie Gacy ihn im März 1978 gefoltert hatte. Während seiner Aussage begann Jeffrey wiederholt heftig zu weinen. Als er von der Verteidigung gefragt wurde, ob er der Meinung sei, dass Gacy sich seiner Taten bewusst gewesen sei, antwortete er, dass er sich das aufgrund Gacys Grausamkeit und Brutalität eigentlich gar nicht vorstellen könne. Während eines Kreuzverhörs zur genaueren Darstellung der Folter musste sich Jeffrey schließlich übergeben und wurde daraufhin von der Fortsetzung der Befragung befreit. Am 29. Februar wurde Donald Voorhees vor Gericht befragt, den Gacy im August 1967 sexuell missbraucht hatte. Donald sagte detailliert darüber aus, was ihm angetan wurde und berichtete darüber hinaus, wie Gacy damals auch versucht hatte, ihn von seiner Aussage abzuhalten, indem er einen anderen Jugendlichen dafür bezahlt hatte, ihn mit Pfefferspray zu attackieren und zu verprügeln.
Eine Woche später sagte Robert Donnelly zu seinen Erlebnissen mit Gacy im Dezember 1977 aus, wobei er offensichtlich unter massivem emotionalem Stress litt und an mehreren Stellen seiner Aussage am Rande eines Nervenzusammenbruchs stand. Gacy, der ihm im Gerichtssaal gegenüber saß, lachte ihn mehrmals schallend aus, doch Donnelly beendete seine Aussage trotzdem wie geplant und blieb auch während des Kreuzverhörs mit Gacys Anwalt Robert Motter standhaft. Im Verlauf der fünften Verhandlungswoche schrieb Gacy einen Brief an Richter Garippo, in dem er aus mehreren Gründen beantragte, die Verhandlung aufgrund verschiedener Verfahrensfehler einzustellen. So zum Beispiel warf er seinen Anwälten vor, dass sie ihn entgegen seines Willens nicht in den Zeugenstand berufen hatten, nicht genug Gutachter ausgesagt hätten und seine Anwälte entgegen seiner Meinung auf Unzurechnungsfähigkeit plädierten. Richter Garippo teilte Gacy mit, dass aus Sicht des Gerichts beide Seiten weder durch zeitliche noch finanzielle Aspekte in der Berufung von Gutachtern eingeschränkt seien und dass Gacy dem Gesetz nach die freie Wahl habe, in eigener Sache auszusagen oder auch nicht. Ab dem 11. März wurden die Abschlussplädoyers gehalten, wobei Terry Sullivan für die Staatsanwaltschaft begann. In einem insgesamt 4 Stunden langen Plädoyer umriss Sullivan zunächst Gacys Vorgeschichte in Bezug auf den sexuellen Missbrauch und die Gewalt gegenüber Jugendlichen und betonte dabei die Versuche der Strafverfolgung durch Einschüchterung von Zeugen und Verdunklung zu entgehen. In diesem Zusammenhang bezeichnete er die beiden überlebenden Opfer Voorhees und Donnelly als lebende Tote und Gacy als den schlimmsten aller Mörder. Wörtlich sagte Sullivan: John Gacy hat für mehr menschliche Verwüstung gesorgt als viele Naturkatastrophen. Allerdings muss man bei seinem Fall einfach erschauern. Ich erschauere, wenn ich daran denke, wie kurz davor er stand, mit all dem davonzukommen. Im Anschluss sprach Gacys Anwalt Sam Amirant für die Verteidigung und argumentierte vor allem gegen die psychiatrischen Gutachter der Anklage, die Gacy für schuldfähig hielten, indem er jedoch nur wiederholt die Aussagen der eigenen Gutachter zitierte. Amirant warf der Staatsanwaltschaft und hier insbesondere Terry Sullivan vor, nur geringfügig auf gegenteilige Aussagen eingegangen zu sein und außerdem Hass gegenüber seinem Mandanten zu schüren. Allgemein versuchte die Verteidigung, Gacy als einen Mann darzustellen, der von seinen Zwängen getrieben sei, die er nicht habe kontrollieren können. Aus Amirants Sicht habe die Staatsanwaltschaft nicht entscheidend genug dargelegt, dass Gacy tatsächlich zurechnungsfähig sei. An die Geschworenen richtete Amirant den Appell, dass sie jegliche Vorurteile gegenüber Gacy beiseite lassen und seine Schuldunfähigkeit anerkennen sollten. Schließlich fügte er hinzu, dass sein Mandant zwar eine Gefahr für andere, aber auch für sich selbst sei und im Rahmen seiner Behandlung mehr über sein Verhalten und seine Psyche zu lernen sei, was wiederum die Wissenschaft voranbringen könne. Am Morgen des 12. März führte William Kunkel das Plädoyer für die Seite der Staatsanwaltschaft fort, indem er zunächst den Versuch der Verteidigung, Gacy als unzurechnungsfähig darzustellen, als Farce bezeichnete. Nachfolgend argumentierte er, dass die Fakten ganz eindeutig bewiesen, dass Gacy in der Lage war, logisch zu denken und seine Handlungen zu kontrollieren. Kunkel bezog sich dabei auch auf ein Gutachten eines Psychiaters, der Gacy bereits 1968 untersucht hatte und dabei zu dem Schluss gekommen war, dass Gacy eine antisoziale Persönlichkeitsstörung habe und fähig war, Verbrechen zu begehen, ohne jegliche Reue zu empfinden. Hätte man die Empfehlungen dieses Psychiaters seinerzeit befolgt, so Kunkel, wäre Gacy schon damals nicht mehr entlassen worden. Am Ende seines Plädoyers nahm William Kunkel mehrere Bilder der Opfer von einer Schautafel, die im Gerichtssaal aufgebaut war, stellte sich damit vor die Jury, zeigte ihnen die Bilder aus der Nähe und bat sie darum, den Opfern nicht Sympathie entgegenzubringen, sondern Gerechtigkeit. Und zwar eben jene Gerechtigkeit, die Gacy den Opfern gezeigt hatte, bevor er ihre Leben genommen und sie dorthin befördert habe. Mit diesen Worten warf Kunkel die Bilder in die offenstehende Falltür des Kriechkellers, die man vor dem Abriss des Hauses ausgebaut und während der Beweisaufnahme im Saal als Beweisstück gezeigt hatte. Im Anschluss an dieses dramatische Schlussplädoyer zog sich die Jury zur Beratung zurück. Nach weniger als 2 Stunden kamen die Geschworenen zurück in den Gerichtssaal und sprachen Gacy in 33 Fällen des Mordes schuldig. Darüber hinaus befanden sie ihn schuldig im Hinblick auf sexuellen Missbrauch eines Kindes, was sich auf den Fall Robert Pice bezog. Zu diesem Zeitpunkt war eine 33-fache Verurteilung wegen Mordes die höchste in der Geschichte der USA. In der anschließenden Phase der Strafbemessung berieten sich die Geschworenen weitere 2 Stunden, bevor sie Gacy für jeden einzelnen Mord jeweils zum Tode verurteilten. Die Hinrichtung wurde für den 2. Juni 1980 angesetzt.
Nach seiner Verurteilung wurde Gacy ins Menard Correctional Center in Chester, Illinois überstellt, wo er die nächsten 14 Jahre im Todestrakt verbrachte. Schon vor seiner Verurteilung hatte Gacy Kontakt mit dem Reporter Russ Ewing von WLS-TV aufgenommen und ihm zwischen 1979 und 1981 einige Interviews gegeben. Ewing und der Autor Tim Cahill arbeiteten später an der Veröffentlichung des Buches Buried Dreams, das sich detailliert mit Gacys Leben und seinen Taten beschäftigt. Was beide Autoren zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, war, dass die Informationen, die Gacy ihnen für das Buch zur Verfügung gestellt hatte, später wesentlich zur Identifizierung des allerersten Opfers beitrugen. Im Gefängnis begann Gacy, verschiedene Gesetzbücher und juristische Fachliteratur zu lesen und strengte mehrere Berufungsverfahren an, in denen er sich vor allem auf potenzielle Verfahrensfehler wie eine angeblich nicht gerechtfertigte erste Hausdurchsuchung am 13. Dezember 1979 durch die Polizei von Des Plaines bezog. Außerdem behauptete Gacy in einem seiner Anträge, dass er zwar Kenntnis von den 5 Morden an Tim McCoy, John Butkovich, Gregory Gottsick, John Syke und Robert Pice gehabt habe, die anderen 28 Morde aber in seiner Abwesenheit von seinen Angestellten begangen worden sein mussten, die im Übrigen auch Schlüssel zu seinem Haus gehabt hätten. Im Sommer 1984 bestätigte das oberste Gericht von Illinois die Verurteilung und setzte die Hinrichtung per Todesspritze für den 14. November an. Gacy ging gegen diese Entscheidung in Berufung, die wiederum am 4. März 1985 durch das US Supreme Court abgelehnt wurde. Auch gegen diese Entscheidung ging Gacy in Berufung, indem er sich durch seinen mittlerweile neuen Anwalt Richard King darauf berief, dass er bereits zum Zeitpunkt des ersten Urteils im Jahr 1980 keine ausreichende juristische Beratung gehabt habe. Am 11. September 1986 wurde schließlich auch dieser Revisionsantrag abgelehnt, woraufhin sich Gacy mit einem weiteren Antrag erneut an den Supreme Court von Illinois wandte und die Entscheidung bezüglich seiner Hinrichtung im Allgemeinen anfocht. Der Supreme Court blieb jedoch bei seiner Entscheidung und setzte daraufhin den 11. Januar 1989 als Hinrichtungsdatum an. Mit einem letzten Versuch wandte sich Gacy nun wiederum dem US Supreme Court zu, das im Oktober 1993 eine finale Entscheidung traf und die Revision abermals ablehnte. Mit dieser Entscheidung waren schließlich sämtliche juristische Mittel ausgereizt und der Supreme Court von Illinois setzte den endgültigen Hinrichtungstermin für den 10. Mai 1994 an. Am Morgen des 9. Mai wurde Gacy vom Todestrakt des Menard Correctional Centers für die Hinrichtung in das Stateville Correctional Center in Crest Hill, Illinois überstellt, wo ihm gestattet wurde, im Hof des Gefängnisses ein Picknick in privater Atmosphäre mit seiner Familie zu veranstalten. Zu seiner Henkersmahlzeit bestellte sich Gacy eine große Portion Hühnchen von KFC, 12 frittierte Shrimps, Pommes, frische Erdbeeren und eine Coca-Cola Light. Am Abend nahm er die Möglichkeit wahr, gemeinsam mit einem katholischen Priester zu beten, bevor er in den Exekutionsraum gebracht wurde, um seine tödliche Injektion zu erhalten. Kurz vor der Hinrichtung kam es bei den Chemikalien, die zur Hinrichtung benutzt wurden, zu einer unerwarteten Reaktion, sodass sich die Stoffe verfestigten und die Schläuche verstopften, mit denen sie injiziert werden sollten. Nachdem die Schläuche ausgetauscht worden waren, was etwa 10 Minuten dauerte, wurde die Hinrichtung fortgesetzt. In seiner finalen Erklärung sagte Gacy, dass ihn zu töten keine Wiedergutmachung für den Verlust der Angehörigen sei und der Staat ihn ermorde. Seine letzten Worte an die Teilnehmer der Hinrichtung lauteten: "Leckt mich am Arsch." Die Hinrichtung von John Wayne Gacy hatte verschiedene Nachwirkungen. So zum Beispiel führte der Staat Illinois in Reaktion auf die Panne mit den verfestigten Chemikalien eine alternative Art der Hinrichtung durch Injektion ein. Der Staatsanwalt William Kunkel sagte hierzu, Gacy habe die Gnade eines so viel leichteren Todes gehabt als jedes einzelne seiner Opfer. Nachdem Gacys Tod am 10. Mai 1994 um 0.58 Uhr bestätigt wurde, wurde sein Gehirn entfernt und der restliche Körper eingeäschert. Gacys Gehirn befindet sich im Besitz der forensischen Psychiaterin Helen Morrison, die als Gutachterin der Verteidigung ausgesagt hatte. Morrison hatte Gacy und etwa 80 andere Serienmörder untersucht, um gemeinsame Persönlichkeitsmerkmale von gewalttätigen Soziopathen zu erforschen. Ein Zitat von John Wayne Gacy, das seine tatsächliche Sicht auf all seine Taten treffend zusammenfasst, sind Worte, die er einmal im Rahmen seiner Verhandlung im Februar 1980 äußerte. Hierbei sagte er in scherzhaftem Ton: "Mein einziges Verbrechen war doch eigentlich nur, dass ich ohne Lizenz einen Friedhof betrieben habe."